Nutrition, Hydration und Energy. Das ist, glaube ich, Food. Okay, ich versuch's jetzt. Ja, okay, oder wenn du Charakter drückst oder C oder was ist das? Keine Ahnung. Overview, Camps, Landing Zones. Weil der Helikopter bei mir macht keine Geräusche, auch gut. Gibt's da überhaupt eine Landing Zone? Der ist ein paar lang wahrscheinlich, ne? LZ Alpha 1 oder wo willst du? Alpha 2 will ich. Ich hole jetzt nochmal einen zu Alpha 2. Da kommt wieder irgendein anderer Helikopter. Ich weiß ja nicht, welcher. Wie sieht man denn, welcher unser ist? Hat der denn eine andere Farbe? Ich meine, der hier ist auf jeden Fall ein Messerkämpfer. Der hat jetzt wahrscheinlich den angerufen, weil er geht schon hin. Ja, ich rufe jetzt noch einen. Der nächste muss dann ja unser sein. Na, hier sind ja zwei Plätze. Ich hole jetzt Alpha 2. Also ich sehe auf jeden Fall nichts von Hydration und so weiter. Doch, ja, bei Charakter. Man muss ja oben bei Charakter gehen. Ich weiß nicht, wie man zu Charakter kommt. Mit Escape, glaube ich, oder? Kann ich mir eine neue Waffe kaufen? Wie ihn. Habe ich mein... Am Anfang ist alles ja Juul Locker, ne? Habe ich den immer dabei, den Locker, oder? Nein. Nur in der Stadt siehst du den. Das ist jetzt... Ach ja, guck mal, der ist grün, der Helikopter. Das ist unser. Also bei mir ist der zumindest grün, deswegen. Auf der Map meinst du? Ja. Ja, bei mir auch. Ah, okay. Wieder was gelernt. So, ich muss mir die eine Stelle irgendwie wieder anlesen machen. Hier. Bin ich ultra schwarz, oder? Das schießt halt immer hell, also bringt es dir eh nicht allzu viel. So, schade. Mein Plan war ultra unsichtbar. Vielleicht im Dschungel ist es besser, ja. Ja, es ist im Dschungel und vielleicht wird es ja auch noch dunkel. Ich habe mich lieber weiß und hell gemacht, damit mich hier nicht ein Teammitglied abschießt und denkt, ich bin ein komischer Boller-Boller-Man hier. Meinst du die alten Hackbart-Leute? Alte Hackbraten gibt's ja hier. Du wirst dich schon noch sehen, wenn wir hier rumlaufen. Also ich habe das Gefühl, die NPCs sind immer noch so programmiert, dass die alle irgendwie eine Stunde lang brauchen, bis sie zurückschießen. Ah. Aber dann treffen sie dich. So, Feuermodus hast du gesagt, war... B. Ich hab's immer noch im Single. Los geht's! Braucht man eigentlich nie rennen, ne? Weil sonst verballert man Hydration und alles. Wir müssen nach Südost. Wir müssen hier an der Straße lang nach Südost gehen. Ich weiß halt nicht, ab wann die Gegner kommen. Hast du ein Fernglas? Nö. Ach, B. Single Mod Fire, Automatic Fire. Hab ich ja gesagt. Ja, ich dachte, man hat hier noch ein Baby-Binokular. Also guck mal, auf der Map sind gerade auf der Straße sind gerade keine NPCs. Sie sind alle weiter weg. Oh, hier haben wir schon irgendwas discovered. Ultra-Checkpoint. Na, die blau. Ich meine, die Mitspieler meine ich. Die sind alle die blauen. Und Loot liegt auch tatsächlich teilweise einfach nur so rum auch. Aber es ist halt echt immer schwer zu erkennen, was halt nur irgendwie Trash ist und was wirklich der Loot ist. Der Loot respawnt, die NPCs respawnen irgendwann. Also... Ja gut, aber das ist hier doch kein Lootraum, Alter. Hier kann jeder hinfahren. Ja, ist wahrscheinlich auch schon jeder, der... Wenn du rennst, geht der Hydration nur quasi weg, ne? Immer ein bisschen runter. Also muss man hier die ganze Zeit gechillt laufen. Na, vor allem, wenn du renn mal ein bisschen länger, dann kriegt dein Charakter, glaube ich, irgendwie Kopfschmerzen oder sowas. Ja, muss ich nicht haben. Ein bisschen renne ich schon, dann bin ich ja morgen noch nicht. Man will ja immer rennen, ja, weil man es gewohnt ist zu rushen, aber... Wir haben noch Zeit, es kostet ja alles Geld. Jetzt kommt ein riesen Lagger kurz. Weg ist er. Ja, das ist normal. Das hatte ich auch beim Anfang. Wollte er irgendwie neue Sachen lädt. Nee. Irgendeine Zone, wo du noch nicht die Shader, glaube ich, für hast, die nahen. Deswegen ich muss mal ganz kurz hier Einstellungen, Controls, mal kurz gucken. Movement, Weapons, Aim. Attack, Reload, Check. Checking Fire Mode. Hä, ja, was sind denn das für Buttons? Scope, Zoom, Increase, okay. Auswähl, geil. Direct Character. Quick Healing ist H. Okay. Mal ein kleiner Tipp, wenn du da offen rumstehst, drück lieber X. Leg dich hin, ey. Hey, ich liege. Also, als alter Taktiker und Profiler sage ich immer schön
an den Baum rein entlang laufen. Ja, ich würde auch sagen, dass wir eher lieber links rüber gehen, weil rechts ist gerade nicht mehr viel. Frage ist, in der Stadt, da steht doch einer, in dem komischen kleinen Raum da. Ja. Aber kann ich markieren, Markierungen machen? Ich glaube nicht. Müssen wir da überhaupt hin? Ich sehe den auch, ne, bei, was ist das, nahezu null oder was das naja, ist. Naja, bei dem kleinen Holzhaus. Die Frage ist, ist es ein Böser oder ist es ein Freund? Wenn du jetzt M drückst, siehst du, dass da keiner auf der Map ist, also es ist ein Böser. Wir können ihn natürlich auch ignorieren, weil vielleicht sollten wir es gar nicht machen, Gesundheit. Oh, ich glaube, die bewegen... Die Seite auf, Alter. Ich will einfach nicht niesen. Oh nee, das ist als Allergiker extrem. Oh, der Nerv heilt 1 Millimeter pro Tag. Wenn ich niese, reißt er gefühlt wieder 10 auf. Okay, also wenn wir da nicht hin müssen, dann laufen wir... Ich gehe weiter der Straße nach. Ja, ich gehe bloß in den Büschen, weil ich bin Mr. Nicht erschießen, Mr. Buschmann. Seh doch, wie du aussiehst, du bist doch der Helmmann. Wäre natürlich auch cool, wenn man so ein bisschen seinen Namen sehen würde. Wir wissen nicht, wo wir sind, das ist dir schon klar. Also, wenn du jetzt da im Busch sitzen bleibst, finito. Ja. Das ist nochmal ein schönes, realistisches Spiel, man, so gefällt mir das. Ich glaube, bei Tarkov auch so, dass du nichts siehst. Wir sehen uns halt aber, wenn wir die Karte öffnen. Ja. Und es gibt ja auch eine kleine Karte. Und es gibt überhaupt schon mal eine Karte. Bei Tarkov ist die Karte ja zu schlimm gewesen. So, hier links könnten natürlich auch Leute sein. Da steht einer direkt vor uns. Vorne ist die Tanke. Hast du einen Schalldämpfer? Nee. Vor uns direkt ist jemand. Ich sag, wir rennen lieber einfach schnell weiter. Okay, ja, wir wollen ja nur zur Tankstelle. Es darf nur keiner zu nahe sein. Die Frage ist, wir wollen ja around the Tankstelle. Naja, nee, wir wollen dahin. Wie groß ist der Umkreis? Ich der ist doch, Wasser, ist doch genau vor uns. Ich geh lieber rechts, Alter. Da rechts ist auch nochmal ein Dorf. Da rechts ist auch nochmal ein Dorf. Military. Ey, jetzt bist du wahrscheinlich nass und kriegst fucking... Ne, wir sind ja nicht bei denen. Vor uns ist ein Gegner ja auch in dem kleinen Kackdorf. Ja, in dem kleinen Kackdorf ist auch jemand. Siehst du den? Der läuft da rum, ja. Die können wir ja mal aufreiben, finde ich. Komm, aber wie siehst du die denn mit Einstellung auf Low, Alter? Da würde ich, glaube ich, gar nichts sehen, oder? Bald tot. Wenn du R gedrückt hältst, guckt er rein, ne? Nee, war da nicht. War eins weiter, ist aber glaube ich nicht auf uns. Kannst du hier schon mal eine AK von denen mit einstecken? Ja. Bin noch im Busch. Wow, ich stehe auf dem Zaun. Lieber schnell runter, Alter. Immer schön die Taschen aufmachen, halt wie bei Tarkov auch. Aber so Belt und sowas, das braucht man alles nicht, ne? Was für ein Ding? Also die Weste und so, das kann man auch nicht öffnen, ne? Drück einfach doppelt drauf und siehst du's. Doch. Ist alles wie bei dir selber am Charakter. Wenn du da eine Tasche hast, wenn du die öffnen kannst, kannst du es bei dir auch. Da sind schon Leute an der Tanke unterwegs. Ja, gut möglich. Was mich ein bisschen wundert ist, warum ist der Typ grün? Wie soll das sein? Vielleicht sind das ja. Es kann auch sein, dass es hier so eine Leichname gibt, ne, wie bei Escape from Tarkov, die dann irgendwie so eine Mission oder sowas sind, ne? Ich habe jetzt auch eine AK noch eingesteckt, du siehst ja den einen Extra-Slot. Oh, wer ist das? Hinter uns! Bist du das? Nee. Bist du noch am Haus? Wo bist du? Ich bin. Ich gucke jetzt Richtung Haus. Bin an so einem Zaun mit einem weißen Ding. Ich sehe es, dann ist hier noch ein Feind. Okay. Muss weg. Ah ja, okay, bei dem. Ja. Reisfelder. Ich loote den, bin jetzt da, wo er ist, ja, Vorsicht. Ja, loote den, ich gehe hier nochmal rum und guck nochmal was. Okay, ich komme jetzt rüber. Geil. Na, sie hat noch einen Warder. Wie kann man denn Sachen drehen eigentlich? Ja, beim Halten R drücken. Okay, geil. Ich gehe nochmal hinter dem Haus weiter gucken. Hier ist noch so ein Kackstall. Ich gehe jetzt ins Haus rein. Ich gehe hinter das Haus auch rein, am Fenster. Ich bin wieder am Haus, nicht erschrecken. Ich guck mal, ob man das Fenster hüpfen kann.
Geiles Haus, Alter. Richtig freudiger Shit. Warum ist immer alles so freudig hier? Das Spiel eigentlich total in Ordnung. So, jetzt können wir nämlich gucken. Jetzt sehen wir irgendwo dahinter. Siehst du, auf der Map ist noch ein blauer. Der hat da wahrscheinlich von auch rumgeballert. Ich habe hier ein paar Sodas. Die kann ich auch trinken. Ich habe jetzt auch übrigens nur so eine kleine Map auf der Hälfte. Die haben gar keinen Schalldämpfer, würde ich gerade mal sagen. Haben wir auch nicht. Habe ich doch gesagt, dass wir keinen haben. Oh, Alter, aber warum hat denn unsere M4 so viele Attachments schon dran? Das ist einfach so. Hier die ganze Zeit rumballern. Hier, gönn dir mal einen Schluck. Da, gönn dir einen Schluck aus der Flasche. Das ist Ayran, Alter. Aber ich hab schon auch gerade getrunken. Hydration 54 geht hoch. Aber auch nur 20 hochgegangen, okay. Ich lade jetzt nach, weil mein eines Magazin hatte nur noch 4 Schuss. Jetzt gehen wir wieder rüber. Okay, wie kannst du sehen, wie viel Schuss Magazin hat das? So, okay. Also ich habe einfach nachgeladen mit R und dann sehe ich es danach. Ja, ich bin noch ein bisschen von Helldivers getriggert, dass er die wegwirft. Achso, macht er hier nicht. Alter. Also, was ist das denn? Warte mal ganz kurz, bevor du weitergehst. Ich bin hier noch bei der anderen Leiche noch mal ganz kurz, weil ich habe gerade hier was entdeckt. Ich habe eine AK aufgehoben, da fehlt dir die Hälfte an Teilen. Der hat hier eine bessere. Richtig dumm. Da fehlt dir der Deckel und der die Griff und alles. Ich habe eine AK mitgenommen und noch ein Magazin mit 30 Schuss. Ich habe 4 Magazine mitgenommen. AK. Ich laufe jetzt auf dich zu wieder. Aber hinter dir natürlich, also nicht erschrecken. Ich weiß. Ich bin oben, ich bin high ground. Sieht relativ safe aus, muss ich da sagen. Da steht einer. Ja, im Eingang. Lass noch näher rangehen, bis er uns sieht vielleicht. Oder dahinter war, glaube ich, noch irgendwo einer. Ja, warte, ich geh ein bisschen weiter rechts, da wo die Büsche sind, lang. Kann sein, dass er uns gleich sieht. Mit den Reisfeldern ist richtig gut, Mann. Bin in den Büschen. Er sieht uns nicht, er dreht sich um. Wollen wir dann zu der Holzhütte gehen? Nee. Nee, ja. Weil der mich sieht, schieße ich aber drauf, ja? Ja, na klar. Das ist schon bewusst. Ich sehe 2. Wenn du nach rechts strafst, siehst du 2 in einer Reihe. Könnten wir gleichzeitig ausschalten. Du musst nur seitlich nach rechts gehen. Ich sehe den nicht mehr. Ich will einmal kurz von der Seite erst gucken. Komm mal auch näher ran, oder? Bist du denn? Ich sehe dich nicht mal. Ey. Ich bin genau da hier. Guck gerade in die Tür rein. Ich sehe nur noch einen. Der andere ist abgebogen. Kommt jetzt ist aber nicht zurück. Unser Mate, ne? Ah ne, ein Helikopter ist gerade hinter uns. Was haben die denn für Landing Zones? Die haben die alle überhaupt nicht. Weiter, geh da nicht so nah ran, da steht 2 gerade. Dann schießt du sie halt weg. Einen sehe ich. Siehst du den anderen noch? Welchen siehst du, den grünen? Den da sehe ich, jetzt ist er weg. Der andere ist hinter dem roten Haus. Ist auch tot. Also hinterm Haus weiß ich nicht. Ich hab dich nicht gesehen, ich bin 3 Meter neben dir nur. Na, da ist so ein kleines rotes Häuschen, dahinter stand der gerade noch. Die sind ja immer relativ gesprächig. Da redet noch irgendjemand. Hier ist ein Propangas-Tank, ja, also nicht. Oh, der schießt sofort! Schieß ihn! Okay, weg ist er. Pass auf, da war der andere hinter dir. Der ist, glaube ich, da rechts gerade rausgekommen. Oh, ich bin tot, ich hab's nicht gesehen. Ich hab ihn nicht gesehen. Wie kann ich dich reviven? Gar nicht. Nimm meine Waffe noch mit. Oder loot mich einfach. Behalt die Sachen. Ich hab's nicht gesehen, dass da jemand ist. Es war zu greedy. Ich hätte auch nicht sofort looten dürfen. Wie kann man noch... Also wenn ich R drücke, lädt er nicht nach. Das ist auf jeden Fall schon mal ärgerlich. Hä, bei mir schon. Da hast du die Magazine nicht in der Tasche. Das war dumm. War mein Fehler. Ich hätte nicht so gierig nachladen dürfen. Du kommst jetzt auch nicht mehr rein ins Nichten, ne? Ach so, warte mal. Doch, ich kann da wieder hinfliegen und mich natürlich zurücklooten. Ja, das mache ich, oder? Ja, mach das. Ja, das muss ich ja machen. Ich strafe hier rum und guck, ob noch irgendwann erlebt. Genau. Ich habe den voll mit der AK-Salve weggeböllert, Alter. Brrr. Und wir haben ja jetzt auch irgendwie einen Task, glaube ich, gemacht. Ja, einen haben wir gemacht. Kannst du da gleich schon mal sich irgendwo in die Ecke gucken, wo 201 Dingsbums ist. Ich komme nur mit dem Messer zurück. AK
Ja, ja, macht das. Hat der andere auch gerade gemacht. Deswegen hat er dieses Messer gehabt, ne? Ja, ja, das machen halt viele, ja. Oh, beim Looten kommen hier Schritte. Hallo? Hallo? Da sind doch andere gerade irgendwo gelandet, oder? Ich hab eine Sonnenbrille. Nee, sind woanders, sind weiter weg. Ich musste warten, bis mein Heli kommt. Ich bin hier in den Häusern erstmal unterwegs. Alter, so dumm, dass ich da so früh loote. Die haben richtig schnell geschossen dieses Mal. Normalerweise überlegen die Jahrzehnte. Der eine auch schon rechts hat sofort geballert. Ja, ja, der rechts hat gleich geballert. Du warst doch auch ziemlich nah schon direkt dran. Ist aber auch wieder... Hä? Hey, es wird geballert ohne Ende, Alter. Ich find's nicht. Jetzt kommt mein... Wenn man hier mit dem Messer steht, wissen alle genau Bescheid, was passiert ist. Ja. Ich hab die Tankstelle geplündert. Die müssten da zu dritt sein. Kannst du auf der Map mal gucken, wo der nächste Punkt ist in der Mission? Setz dich irgendwo hin, wo du nicht abgeschossen wirst. Jetzt danach müssen wir zu 201. 201, 163 müssen wir danach. Es gibt dann den Energy zurück. Na, essen. Ich komme jetzt mit Helikopter. Helikopter, der kommt wieder. Oh, eine Cola nehme ich mit. Das dürfte mir helfen. Cola eigentlich. Ich glaube, hier ist keiner mehr. Die haben ja auch, die laufen ja nicht random, ne? Die haben ja auch, boah geil, der hat eine SKS, Alter. Das findet man da überall in der Liste, ne? Ich hoffe, in den Piss Ports sind nicht schon wieder die Gegner zurückgespawnt, ey. Jetzt muss ich mich da durchmessern. Wofür habe ich? Ah, die SKS ist ja Single Loading. Vergessen. Egal. Oh, aber dafür braucht man keine Magazine, ne? Ne, nur einzelne Kugeln. Ich hab 60 Kugeln eingesammelt. Das reicht nicht. Hier. Kugeln war auch dabei. Kann der Brause hier losgehen? Ich weiß halt auch nicht genau, was macht, boah, man denn, was macht man denn halt bei dem Spiel, wenn man keine Munition mehr hat? Komm mal wieder. Rennen. Ja, dann musst du halt einen Gegner looten. Ja, naja, aber bei Tarkov hast du ja immer die Scav-Runs, ne? Das hast du ja hier nicht. Boah, ich sehe in der Ferne, wie Leute rennen und schießen. Und könnte jetzt von hinten drei Gegnern in den Rücken schießen, um denen zu helfen, aber mach ich nicht. Mach's lieber nicht. Nee, Mann, weil wenn die alle hierher kommen, bin ich der, der in den Rücken geschossen wird. Und die ballern extrem. Vier Leute von den Terroristen stehen in der Reihe, alle da 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 da. Ich gehe lieber zurück zum Haus. Sehe ja, wo du bist. Aber in den minimalen Anforderungen steht echt 32 GB RAM. Ich denke mal, wenn man weniger als 32 GB RAM hat, läuft das Spiel gar nicht. Dann können die Shader nicht so gut laden, ja. Nein, nein, dann musst du halt mal mittendrin austauschen und laden. Das ist wie bei City Skylines. Der lädt alle Assets in den RAM rein und lädt die dann von da aus. Und wenn du wenig hast, dann ist es nur am Hochwehren. Jo. Man öffnet aber die Tür hier, du Jochen. Das Spiel hat halt aktuell nur normale Systemanforderungen, es hat keine minimalen, weil es halt noch gar nicht optimiert ist. Ich bin auch, ich frage mich auch, ob die überhaupt wissen, wie man was optimiert, weil es sind halt irgendwelche verkackten Mobile Games Developer, ne? Die haben vorher nur Mobile Games gemacht. Ja, aber scheint ja, als würde das trotzdem gut funktionieren hier. Na, die Idee ist gut, ja. Also die Idee ist super. Ich finde es besser als Tarkov. Tarkov ist immer diese Kackhäuser. Ja, Tarkov ist da ausgelutscht halt. Aber die Russen kriegen ja auch keinen Supplies mehr. Naja, Tarkov finde ich jetzt nicht unbedingt ausgelutscht. Ich meine, es hat so viel Content. Aber es ist auch immer so unzugänglich, ne? Oh ja, nein, jetzt nicht schießen, ich komme. Wo bist du denn? Ah, okay. Ich bin im Klo. Du musst gleich nochmal meine Position von meinem Leichnam mitdecken, damit ich meinen Shit wieder einsammeln kann. Ich hoffe, die NPCs spawnen nicht genau vor uns wieder rein.
Ich glaube nicht, die spawnen so schnell. Ich glaube, also so schnell, schnell spawnen die nicht, aber ich glaube, manche meinten schon mal, die sind halt gespawnt. Ja, gut, die können natürlich, wenn es, weil es ja noch Alexis ist, einfach wieder ja, da spawnen, ja, wo sie. Ja, genau. Oh, ich bin hier. Ja, schreck. Mach ein bisschen lauter. Warum kann ich das nicht ausrüsten? Ich würde gerne auf den Propangastank schießen, aber ich habe mich entschlossen, lieber nicht. Ist mein Rucksack kaputt geschossen worden? Shit, ich kann manche Sachen nicht wieder... Vielleicht lootest du auch den Typen da. Naja, du hast noch ein Safeback gehabt, vielleicht. Das hattest du ja dann wieder mit, ne? Nee, aber irgendwie, ich kann meinen Rucksack nicht ausrüsten. Das ist grün und alles. Ist ja vielleicht aber kaputt. Du musst ihn erst leer machen. Wieso? Vielleicht ist es... Na, weil es so auch manchmal bei Tarkov ist, ne? Also, nee, Quatsch, am Anfang war es bei Tarkov so, dass du den nur leere Sachen tragen konntest. Oh, jetzt kommen die aber näher hier. Ui, ui, ui. Also hier ist FOV 60, wohl besser. Ich hatte jetzt 70, Alter. Das ist nicht gut. Das ist, glaube ich, einfach nur buggy. No space to add. Ich hab Space, du Jürgen, Alter. Jürgen, hat's geklappt in dem Rucksack, ne? Nee, geht nicht. Du hast ihn aber auch. Doch, Rucksack geht. Es geht nur nicht, meine Weste geht nur nicht. Warte, ich guck mal. Kann ich nicht austauschen irgendwie. Sag doch mal, ich hab nichts. Hier, ich hab's hingeworfen. Du musst deine erst droppen. Du hast doch gar keine. Oder bin ich blöd und ich meine, das Kommando-Ding. Kann das nicht aufheben, komischerweise. Ich auch nicht, weil ich habe jetzt natürlich auch was um. Warte mal, die kann ich nehmen? Vielleicht kann ich es dann wechseln. Nee. Ach shit, jetzt kann ich es auch nicht mehr sehen. Weil du es jetzt aus dem Inventar rausgenommen hast. Da ist egal, ich habe jetzt einfach von dem einen hier den Rucksack. Das ist halt weil sind so die Zweiertruppen. Ist das nicht ein bisschen gefährlich? Das ist gefährlich. Na, wenn man hier, wenn die hier auf sich gegenseitig schießen. Hast du mal... Na klar, komm. Oh! Wir kommen lieber ins Ballert Haus. Ballert hier über die Haus. Tanke rüber, Alter. Okay, ich gehe ins Haus. Mach die Tür hinter mir zu. Klo war ich. Okay, pass auf. Dann, Tabulator ich jetzt mal. Ich denke mal, der nächste Ort ist auch nicht weit weg. So, 201, 201, 163. Ja. Ja, 201, 163. Okay, das ist da oben. Boah, Alter. Siehst du das? 201, 163 ist schon oben von Far Lang. Müssen wir einfach jetzt zum Norden hoch. Ich hab einen Waypoint gesetzt. Kann ich den mit dir teilen? Nee, ich glaube nicht. Aber ich hab mir auch einen gesetzt. Nee, Waypoint. Man kann auch immer nur okay. einsetzen, schade. Dann gehen wir jetzt die Straße wieder runter und am Fluss entlang, würde ich sagen, oder? Wir gehen einfach nach Norden. Ja, ich würde jetzt nicht da quer durchgehen, wo die okay. da rumballern. Wir ballern alles weg, was irgendwie aussieht wie ein Terrorist. Wenn ja, aber da sind Gegner doch zwei sehen, Leute, genau. Wenn wir die Gegner sehen, dann sagen wir friendly, friendly, don't shoot. Das habe ich auch beim letzten Mal auch so gemacht. Ja, aber das ist doch eigentlich total untaktisch. Wieso? Das sind doch unsere Mates. Wir wollen nur gucken, dass unsere Mates ja. uns nicht abschießen. Ich meine nur, also ich würde die Straße runtergehen bis zu dem, wo wir die Typen gesehen haben, den kleinen Weg und dann zur großen Halle da nach rechts rüberlaufen. Aber komm mir mit. Ist das egal. Also. Du willst hier wieder rückwärts gehen, ja? Dachte ich. Einfach nur, um nicht überrascht zu werden von irgendwelchen, die da aufgerieben haben und in irgendwelchen Büschen sitzen. Ja, von mir aus geht das auch. Weiß ja nicht, wie es hier mit der Straße aussieht. Hier dürfte ja keiner mehr rumlaufen, oder? Bei dem Häuschen da hinten ist auch keiner gespawnt. Ich gehe vor die Tankstelle, ich gehe schon hier zu einem roten Auto. Ich bin auch schon weiter. Ich weiß nicht, wo du bist. Bist du auf der anderen Seite der Straße? Ich bin in den Büschen schon vor dir. Ich renne jetzt auch über die Straße. Ich renne über die Straße jetzt auch. Das ist ganz eklig, hier ist richtig... Sag ich doch, den hinterherlaufen ist richtig so eklig. Hier die fucking...
Fenster, der Wind ballert hier durch die Gegend, ey. Ich hab meine Tür zugeknallt. Wir gehen einfach nah an die Wand hier und hören erstmal. Oh, das ist ja hier richtiges Ferienbungalow. Hier, ich bürst mich. Es gibt ja auch irgendwie dieses eine Buschgeräusch, das 1:1 von Tarkov. Ist noch nicht das, aber es gibt noch ein anderes. Ja, es sind ja. Es gibt ja so eine Datenbank. Das habe ich auch schon mal gesehen, wie sich alle. Ich glaube, die beiden gehen dann. Links von uns. Die Frage ist, wo schießen, von wo schießen denn die Leute links? Die Frage ist, schießen die auf die oder die auf die? Alter. Gucken wir uns mal an. Es kann auch sein, dass hier irgendwie Invader von anderen Fraktionen kommen, ne? Aber ich glaube eher nicht. Ich renne mit der SKS rum. Ich werde die alle weginvadern. Das sind aber die Mates, die da rumballern. Mir scheint es halt so, als ob die schon ganz gut aufgeräumt hätten. Ja, das sowieso. Die sind ja hier die Straße runtergelaufen. Guck mal hier. Ja, hier Leute rennen. Oder rennst du? Ich bin in der Hütte, Mann. Überlaut, wenn einer in der Hütte rumläuft. Hör mal, wie ich in der Hütte rumlaufe. Ich lauf geduckt. Kann eh nichts mehr looten. Ich trink mal was, dann kann hier ich... Hier ist nur fucking Geisterradio. Ich trink eine Cola, Alter. Ja. Der Tanke war auch eine. Asiatische Cola. Was ist das? Ich habe keine Energy mehr gleich. Ich müsste mal ein paar energetische Sachen essen. Na hier in dem, warte mal, das hier, oder? Ich esse mal hier das. Ich esse ein CRP, habe ich gefunden. Was ist da drin? Instant-Nudeln. Oh. Lasagne, El Forno. Ist das jetzt auf komplett und das dauert ewig? Oh lol, Energy 100, geil. Das ist natürlich gut, also. Immer alles fressen, was du findest. Hallo, wenn das okay. So sieht die Map aus. Wir können langsam weiter, aber es ist schon. Die Straße runter ist übelst gefährlich, Alter. Du weißt nicht, ob aus dem Dorf welche nachkommen oder nicht. Taktisch ist es absolut unterirdisch, was hier passiert. Würde keiner so machen im echten Leben. Hä, hey, wir sind ein Sondereinsatzkommando, was einfach sich mal so durchschleicht. Wir müssen ja nicht alles abschießen. Ja, aber durchschleichen heißt ja, du wirst wahrscheinlich auch manchmal nicht gesehen. Wo bist du denn? Also, ich bin noch weitergegangen. Leute nicht, an denen du vorbeiläufst. Ich bin in so ein Haus reingelaufen, ich komme wieder raus. Na, meine Idee war jetzt hier einfach außerhalb von diesem fetten Lagerhaus oben dran vorbeizugehen. Da ist doch gleich wieder die Stadt vorbei, dann sind wir außerhalb. Bin ja an der Straße. Siehst mich, ich stehe neben der Straße. Ja, warte doch mal, ich höre hier Leute, ich gehe mal weiter. Hier bin ich, hier. Ja. Oh! Ja, da vor uns sind halt die Leute, deswegen bin ich hier im Gebüsch. Das sind die vor uns, sind die Teammitglieder. Du siehst direkt, dass der anders rennt und alles. Die sind aber da links. Erkennt er dich nicht. Unsere Mates. Doch, die erkennen uns. Kommen wir leider nicht durch. Wir müssen auch dahin, wo die sind. Ich weiß nicht, ob man so. Ich weiß nicht, ob man Penalty hat, wenn man andere schießt. Wahrscheinlich, ja. Können wir hier rüber? Oh ja, komm, wir können aber hier rüber gehen. Die stehen da links. Hier die Area sollen wir erkunden, die wahrscheinlich auch, ne? Kann sein, dass sie es machen oder auch nicht. Die sind ja schon länger hier als wir. What the fuck, Alter? Was ist auf uns? Hoffentlich nicht. Hier ist offen. Ja, wir sollten aber nicht so gehen, dass wir parallel gehen, oder? Ballern die uns nachher wirklich noch weg? Nee, ich hab schon ganz oft mit Leuten. Zusammen bin ich schon zusammengegangen. Ich habe kurz mit denen gequatscht. Hey, hinter dir. Oh, das glaube ich immer. Das glaube ich immer auf der Straße. Ich sehe nicht genau. Renn rüber. Ah, ne, es sind die Typen. Es sind nur die Typen.
Der kommt hierher gerannt, der kommt straight zu uns gerannt. Ja, kann er ja machen. Da ist irgendwo noch ein Feind hinter dir. Ja, der ist hier hinter der offenen, hinter der Wand. So, wir sind nah dran an dem Ort, wo wir hin müssen. Aber alle kommen da gerade hin, ne? Oben ist gerade richtig viel los. Hier ist doch einer in dem Haus, oder nicht? Hier redet doch einer im Haus. Ja, oder könnte gut sein. Rechts ist relativ safe. Bin rüber. Die anderen sind weggegangen. Komplett weg. Bin drüber gerannt. Vielleicht links lieber schneller. Einer, links ist einer hinter dem Zaun. Wo? Du hörst ihn schießen, links von dir. Wir müssen hier erstmal irgendwie rein, Alter. Sind drin. Ist da ein Mate? Nee. Pass auf, hier können noch mehr sein. Ich renn zum Haus, ich renn zum Haus. Ich bin im Haus. In dem Haus ist keiner mehr drin, glaube ich. Oh! Du bist so schnell und komisch, spielst du das Spiel. Aber du kannst es trotzdem überleben. Ich gehe in das Haus mit Pistole rein. Ich bin im oberen Stockwerk. Ich will nicht, dass hier in dem Haus noch jemand ist. Nee, irgendeiner schießt hinterm Zaun. Shit, jetzt sind wir hier, aber es ist hier nicht. Oder haben wir es geschafft? Ich habe es nicht gesehen. Check the Convenience Store. 201-163. Ey, ist das der Convenience Store da rechts unten vielleicht? Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist der da... Ja, das ist da an der Seite. Ich gehe wieder runter die Treppe, nicht erschrecken. Ich bin unten. Ich bin auch wieder unten. Maps. Ich glaube, ja, das ist da dieser graue Laden, der da ist. Warum ist denn die Tür jetzt hier zu? Hast du die zugemacht? Ja, ja. War immer die Tür zu, wenn ich hier irgendwas gucken will. Also einen Laden brauchen wir. Ich denke mal, es ist der da halt links. Ist das hier kein Laden? Nee, das ist kein Laden. Der hier hat den Attic Key. Ich habe Schlüssel von dem. Hier, komm. Komm mit. Ich weiß, wo es ist. Oh, ich bin wieder an dem Van, an dem blauen, fetten Auto hier vorne. Da hinten ist der Supermarkt. Warum looten wir hier nicht erstmal? Ich kann sowieso kaum was mitnehmen, leider. Achso, okay, ja, ich komme zu dir. Wir müssen da rüber. Da vor uns ist der Supermarkt, das große Gebäude da. Ach du Scheiße. Kann man aber können wir auch, rein, oder? Ja, ich glaube auch, wir gehen rechts einfach zum Zaun. Rechts ist doch der Eingang. Hier, für den rechts Verwandten. Hier. Oh, ist das da hinten dunkel? Okay, wir haben es gekriegt. Können wir mal kurz irgendwo reingehen und dann nochmal checken. Warte, ich muss kurz in meine Charaktereigenschaft eingehen. 203, 163. Ah, cool. Ich kann dir jetzt wegsnipen. 203, 163. Das ist rechts der Waypoint. Siehst du das? 200-363 ist auch nochmal irgendwas. Wie heißt das? Oh, also gerade eben da in der Waffenkiste war die Knarre. Guck mal auf die Map, da sind Leute aber hinter uns. Ja, ich kann auch vor denen nicht erschrecken. Wie ist der ganze Supermarkt? Naja, da gerade eben lagen Waffenkisten, da waren wenigstens coole Sachen drin. Hier ist ja nichts, Alter. Okay, gehen wir zurück. Da, wo wir hergekommen sind, wieder raus am besten. Ja, wir gehen jetzt hier vorne und rechts raus, oder nicht? Ich guck gerade, wo wir hin müssen. Rechts weiter. Noch weiter nach rechts. Sind wir checkst fast du Demolished über. Building. Demolished nichts Building. Zwischen den Dingen? Nö. Wo ist denn hier das kaputte Gebäude? Das ist doch woanders wieder. Nee, ist die gleiche. Nein, ist es nicht. 163 ist es jetzt. 103, ah, moin. 200, 203, 163, also 203, ist ein bisschen weiter rechts.
Ja, ich mache einen Waypoint hin. Alter, da müssen wir diesen. Da müssen wir den Fluss runterlaufen. Ja, komm. Lass mich einfach immer hier einfach so lang rennen, Alter. Da rennen auf der gegenüberliegenden Straßenseite rennen Spieler. Ja, du meinst, wir sollen hier über den Fluss rüber? Können hier rechts rüber? Nee, ich würde am Fluss entlang, Alter. Safest place. Sicherer geht's nicht, Alter. Du hast hier einen guten Low Ground. Das Gebäude da oben sieht halt übel aus, ne? Ich weiß halt nicht, ob da auch Schützen drinstehen, die dann rausgucken oder so. Warte mal, ich guck mal, ob man hier lang kann. Das wäre auch insane. Oh yeah. Bin unter der Brücke durchgegangen im Wasser. Bin in dem Haus, nicht erschrecken. Bin schon rechts von dir in dem Haus dran. Oh, mich hat jemand gesehen! Pass auf, da kommt gleich ein. Du läufst doch so scheiße, Mann, bei so einem Taktikspiel. Da läuft doch keiner. Mann, du stehst hier um die Ecke, Junge. Ich bin unten im Kanal. Das einzige Problem ist, hier ist so ein fucking Zaun. Ich weiß nicht, ob man da durchschießen kann. Ja, kann man. Meine Waffe ist einfach mal komplett leer. Was ist das, Alter, für eine Waffe? Mit der SKS. Ja. Ich hab rechts durch dieses Dings durchgeschossen. Das ging zum Glück, ey. Ansonsten hätte ich jetzt auf die Fresse gekriegt. Ja, kein Refund mehr. Bei Markus läuft das Spiel auch. Man muss halt einfach nur ordentlich RAM haben. Und vielleicht mal so sein PC neu installieren und nicht immer noch Windows 10 gut benutzen mit irgendwie. Ach. Ich bin der Meinung. RAM ist gerade extrem günstig, muss ich ehrlich sagen. Also finde ich. Markus, komm mal her, wir machen jetzt was. Guck mal, du spielst taktisch auf jeden Fall sehr, sehr schlecht. Deswegen laufe ich dir auch nicht. Nee, du bist derjenige, der stehen bleibt und ich bin derjenige, der weiterläuft. Nee, du rennst und dann hast du hinter dir 100 Leute. Bei mir läuft das Spiel sehr gut. Es hat am Anfang einmal richtig hart überall geruckelt und jetzt läuft es eigentlich relativ gut. Ich meine, ich wurde schon einmal erschossen, aber das war nicht, weil ich vorgelaufen bin, sondern weil ich gelootet habe. Hier, ich habe Gegner aufgemischt irgendwo rechts von mir. Alter, wieso gehen denn manche Gebäude auf und manche nicht? Du tust immer so, als ob wir keine Zeit haben. Haben wir doch nicht. Doch, haben wir super easy. Deswegen ja, ich hab einmal gelootet und dann wurde ich das deswegen erschossen. Komm jetzt vom Kanal in die Häuser rein. Ich schleiche die ganze Zeit, ich bin ja nicht irre. Bei dir ich bin jetzt vor Gegner dir. Rein. Ich höre den Gegner hier hinten noch irgendwo reden. Denk dran, ich bin neben dir. Naja. Ich geh in so ein Haus rein. Ich spring jetzt über den Zaun wahrscheinlich zu deinem Haus rein. Achtung. Boah, der Zaun ist zu hoch oder was? Ja, der ist zu hoch. Kein richtiger Navy Seal, Junge, da kann ich über den Zaun springen. Was hast du denn für ein PC? Oh ja, das ist kacke, wenn es crasht und du dann die Sachen verlierst. Oh, da wäre ich auch mad. Also ich bin jetzt gerade auch einmal gestorben, dann Markus war ja noch da, da bin ich einfach zurückgelaufen. Bin jetzt in einem großen Haus und gehe die Treppe hoch. Hä, wo bist du denn? Vor dir in dem großen Haus. Okay, ich komme hinterher. Hier ist aber überhaupt nichts. Die haben echt nichts, die Leute hier. Komm hinter dir her, nicht erschrecken, komm hier durch so ein Haus durch, komm in den kleinen Minigarten, bin jetzt auch am großen Haus. Hier die Treppe jetzt wieder runter. Was hast du? 12.700 KF, 32 GB DDR5, 2070 Super. Ei, da sollte es doch aber auch laufen. Obwohl die ja, empfehlen eine 3070. Was empfehlen die nochmal? Eine 3070, ne? 3070 Ti, ne? Weiß ich nicht empfehlen mehr genau. Die. Ja, Grafikkarte, ich weiß nicht warum. Ist ein bisschen übertrieben. Bin hier hinten im Garten, nicht erschrecken, das bin ich. Der ist Boogeyman, wie Boogeyman. So, warte mal, was müssen wir jetzt hier suchen? Wir suchen, deine Mutter. Demolished Building. Das muss hier irgendwo hinter der Ecke sein. Wir sind ja schon in dem Ding. Das muss ein kaputtes Gebäude sein, das ist doch easy. Komm, wir gehen rechts rum und gucken. Alter, du bist immer nur am Rennen, ey. Ja, deine Ausdauer regeneriert sich ja auch wieder. Na und? Was ist denn das hier? Geht nicht durch, Leute. Ich will doch die Leute sehen. Die Gebäude sind alle noch ganz hier. Das habe ich nicht. Ich habe nicht FSR. Ich habe tatsächlich DLSS an und Auto.
Ja, ich auch, tatsächlich. Das ist, wenn du mit dem Shift losrennst, fühlt sich immer an wie Call of Duty. Also ja, meine Settings sind hier, meine Settings hier bei Graphics sind wirklich hier. Ich spiele auf 1440p. Ich habe FOV habe ich sogar auf 65 tatsächlich. Habe ich wieder runtergemacht. Dann habe ich hier 120er Limit. Hier alles auf Low, also das ist eigentlich Low. Ich weiß nicht, warum man es immer wieder auf Custom stellt. Hier alles auf Low. Oh, geht da und dann Leute. DLSS auf Auto und hier auf 22 Sharpen. So läuft's. Aber gestern, wir hatten einen Kumpel von mir, der konnte das gar nicht spielen, aber der hatte immer Network Error, aber der, als er einmal reingeladen ist, da hat es auch nur geruckelt. Ich weiß halt nicht, ob die Frame Generation, ich finde das sind immer coole Tech, aber ob das so richtig funktioniert. Hier ist einer hinter dem Zaun, der ist gerade dahin gerannt. Mitspieler? Nee. Rechts von uns ist ein Haus mit einem roten Dach. Links schießt ein Mate. Naja, ja, links schießen zwei Typen. Okay, dann rechts rum einfach. Rechts an der Wand bleiben. Rechts an der Wand bleiben. Vor uns ist keiner. Ja, ich sehe ihn auch. Siehst du ihn auch vor uns, den Typen? Nee, von dem Winkel hier nicht. Gut. Da kommt eine Menge, da kommt eine Menge. Rechts um die Ecke sind auch noch welche. Ich glaube, der kommt. Mach mal ein paar Kugeln rein. Zwei sind tot. Alter, jeder einzelne. Shit, Alter. Ja, ne, der ist irgendwo in die Büsche gelaufen. Ich weiß leider nicht genau, wo er ist. Okay, pass auf. Ich guck kurz rum. Vor uns, rechts von dem roten Schild, ja, da war noch irgendwo gerade ein Typ. Ich habe einen erschossen gerade noch. Rechts? Oder gerade durch? Ja, der liegt am Tor, am rechten. Nee, dann ist es ja nicht. Oh, der schießt durch. Das ist ein anderer, oder? Das ist nicht auf uns. Ich gehe mal aber woanders. Das ist nicht auf uns. Der Weg ist nicht gut. Ich will rechts rum zum demolierten Gebäude. Ist das hier nicht irgendwo rechts rum? Dann lass uns hier mal durch den Zaun gehen, durch die Innenhöfe vielleicht. Ich bin rechts ins Gebäude einfach gerannt. Wo bin ich hier? Ah, hier. Ich glaube, das ist das Gebäude. Kannst du nicht einfach über den Zaun springen? Ich bin im Haus, nicht auf mich schießen. Oh shit. Ich bin in einem Haus, gehe irgendwo hoch. Ich kann nicht über den Zaun springen, der ist zu hoch. Bin, also wie gesagt, da wo wir gerade waren, bin ich einfach rechts rum ins Haus gegangen. Bin im oberen Stockwerk. Gesehen. Oh, hier oben sehe ich, glaube ich, den Typen irgendwo. Er hat gerade geredet, aber ich sehe ihn nicht genau. Jetzt kann du, war gerade einer tatsächlich auch. Ich komm langsam links rum und guck mir noch die Häuser an, aber nur von außen. Shit, man, da hat gerade jemand geredet, aber ich sehe ihn nicht. Dann bleib mal bei dem Haus, ich komme von hinten. Bin hinten rumgelaufen komplett einmal. Du bist doch bei dem Haus mit dem großen roten Dach, ne? Okay, ich bin jetzt am Haus dran. Kein Quatsch machen. Jetzt in die Tür, glaube ich, wo du reingelaufen bist, oder? Oh, ich sehe ihn da hinten. Läuft jemand. Ich bin jetzt am Kühlschrank. Ich bin oben, hier oben im Stock. Ich höre dich. Ich bin hier unten. Ich bin am Kühlschrank hinter dir. Bin hier hochgegangen. Okay, hier ist auf jeden Fall kacke der Weg hier. Wir brauchen das Demolished Building. Ja, die sind alle ganz hier, die Gebäude. Vielleicht ist es demolished wieder gegenüber, da wo wir gerade die Leute abgeballert haben. Du meinst im Norden? Scheinbar sind immer da die Sachen, wo Leute sind. Du meinst, die sind schlauer als wir? Warte mal, 163, 203. Ich guck hier nochmal im Innenhof, ja. Wir sind genau bei 163, 203. Ja, nee, aber es ist ja das ganze Eck, es ist ja das ganze Ding. Aber guck mal, rechts von uns könnte auch das Demolished Building sein. Lass uns mal unten Richtung Südwesten gehen. Durch die Innenhöfe. Ich gehe gerade in Südwesten, ich stehe hinten am Ausgang. Ja, nicht auf die Straße gehen, Mann. Straße ist tot. Hier durchgehen. Ob hier irgendwo noch ein Demolished Building ist. Ein typischer Asialaden, Alter. Geh hinten raus. Vielleicht ist es wirklich das aber im Norden, ne? Die sehen alle noch gut aus hier, ja, weil das an der Kante ist, meinst du? Hier ist gar nichts kaputt. Ist alles super hier. Bin hinten, wo bist du hier? Okay. Dann lass uns da doch zu dem großen Ding gehen, mal. Nach Norden oder wo? Obwohl,
Obwohl, ein Haus ist noch da. Das unten, das in der Kachel ganz unten links. Shit. Pass auf, da sind unser Team ist auch noch da. Dass die uns hier im Kreuz verfeuern. Weil die nicht aufpassen. Weil die Fortnite-Spieler sind. Ich renne hier schon rechts am Zaun lang, ja, nicht erschrecken. Erschreckt mich gar nichts mehr. Mann, renn doch! Alter, renn. Na, Sigo, renn. Ja, die Gebäude sind aber wirklich nicht kaputt. Hast schon recht. Das große auch nicht, ne? Nee, ist nichts kaputt. Außer es ist hier noch, außer das über, aber das ist ja hier, das hier oben, das mit dem Dach, das nee, meinen das sie ja wohl nicht. Das ist einfach nur, das ist typisch für die Klimazone. Also nehme ich mal an, das ist das im Norden. Das, was auf der Map auch so ganz oben, über dem Roten ist, ja. Rechts oben, wo die zwei Typen sind. Da würde ich jetzt einfach hingehen. Das heißt, wir gehen nochmal auf unserer Seite hier so weit, wie es geht, wieder zurück. Hier durch das Gebäude. Da war aber noch ein Typ. Oh, warte mal, ich muss irgendwas essen oder trinken. Warte, was muss ich machen? Ja, warte, beides. Ich guck auch mal. Nee, ich bin noch gut dabei. Da rennt wer? Oh nein, jetzt bist du. Sorry, ich dachte gerade, du stehst neben mir. Ich hab überall Scheiße. CRP kann ich essen, wa? Da rennt wer? Ich renne nirgendwo. Ich sitze an der Toilette. Das ist schon bewusst. Ich hab hier aber gar nicht mehr knirschen gehört. Okay. Das bist aber genau, wo du bist. Hier bin ich jetzt wieder bei dem Kühlschrankhaus. Wieder isst den lecker Snack. Okay. Jetzt, ich komme hinterher. Ich bin jetzt bei dem Kühlschrankhaus. Aber selbst das Gebäude, was du da meintest, ist nicht demoliert, ne? Nicht? Ne, sieht sehr gut aus noch. Mann, ich bin auch im Kühlschrank. Ach, dann gehen wir jetzt einfach gucken. Ja, dann. Komm, komm, wir gehen da jetzt hin. Du stirbst da nicht mehr. Sei ein Mann, du bist ein Mann, du bist ein Mann. Ich will da rechts zum roten Haus an die Wand. Oh, da hinten steht noch einer, ich renne lieber woanders hin. Du willst bei dem rosanen Haus an die Wand, ja? Bin schon rechts hinter dem Haus. Hier ist nichts. Süß. Ich renne jetzt auch gegenüber, über die Straße. Bin hinter dem Haus, in so einem kleinen Mini-Innenhof. Ich auch. Das ist dunkel, Alter. Jetzt bin ich in so einem kleinen Kackhüttchen drin. Ich sehe die Hütte, ich stehe daneben. Hier ist wirklich nichts, Mann. Meinst du nicht da oben das Haus, da vorne? Das ist doch demolished, oder nicht? Ach ja, stimmt, weil da der Bagger steht. Ja. Na dann, Freddy, let's go. Ich spiel jetzt den Daniel-Stil. Ich renne hier lang, ich renne hier einfach lang. Ich renne Mann, über den Berg so durch. Ungefähr. ja, die so sind hier rechts im Gebüsch. Ey, war das ein Mitspieler? Sind das Mitspieler? Nee, sind es nicht. Mach die weg. Einen habe ich schon tot. Da war noch einer. Helfe. Noch einer irgendwo weiter hinten? Noch einer weiter hinten an dem Hütchen? Oh Gott, ich habe keine Muni mehr. Ich sehe von hier keinen. Ist weiter... Hast du ihn? Rechts an dem roten, an dem orangen Haus? Kann sein, dass ich ihn hab. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich bin hier rüber über den Zaun gesprungen. Hab's demolished Haus. Alter. Und hier war noch ein Typ, Alter. What the fuck? Komm rüber. Hüpf links über den Zaun, nicht rechts. Hüpf hier, wo ich bin. Fuck, Mann. Ich hab kaum noch Muni. Eine AK mit, Alter. Hab ich schon in der Hand. Die AK ist gut. Die dreht sich gut, aber nur Vollauto. Okay. Wollen wir jetzt gucken, ob wir die weggeböllert haben oder nicht? Haben wir die Mission geschafft, dann können wir jetzt erstmal abhauen. Warte mal, ich pfeffer hier meinen... Ganz ehrlich, ich hab keinen Platz für... Ja, ist fertig. Aber wir können noch was machen. Wir sollten hier lieber einfach abhauen, okay. Oder nicht? Ja, wir können erstmal zurück und supplyen. Nimm die Sonnenbrille mit. Kannst auch seine AK öffnen und deine wieder vernünftig zusammenbauen. Mach ich gerade. Hä, warum kann er denn das scheiß Magazin nicht rausnehmen? Oh, hier ist noch eine SKS. Lieber die nehmen. Jetzt hat er's. Ja, ich würde auch sagen, wir hauen jetzt ab. Der hat eine SKS.
Der hat eine Pistole. Okay, Freddo, Abfahrt. Wir gehen jetzt zum Alpha. Also hier, wir müssen nur hier nach Südost raus. Aber hier waren da viele Gegner. Aber das ist der Weg nach zur LZ Alpha 1. Warum ist meine AK so Ghetto? Warum hatten die kein Ding oben? Hättest du da ranbauen können gerade. Komm, wir gehen auf der Straße. Nee, die hat das glaube ich auch nicht. Vernünftige Bürger. Ich habe alles schon rübergezogen, was geht. Aber die ist irgendwie generell nicht so Ghetto. Das ist egal. Ghetto AK. Pass auf, dass der eine Typ nicht noch an der Hütte steht. Den habe ich ja gerade erschossen. Nee, ich meine den einen Typ, der weggerannt ist. Ich bin nämlich schon ganz weit vorne. Und erkunde die. Komm mal hinterher. Ne, der liegt hier, den habe ich doch erschossen. Ja, ja, wir haben den auch erschossen. Einer ist noch weg rechts. Zwei hier weggeballert. Der hat auch eine Schiene. Ich stand ja vorhin hier. Bist du bei den Leichen? Ja, ich bin da und chille. Seh dich nicht. Ach, da bist du. Okay. An der Hauswand. Okay. Der hat auch eine SKS. Der ist jetzt sein Schokoriegel als Rache. Mit seiner Unfähigkeit. Oh, Bones, ich hab gerade einen Gegner gehört. Oh nein. Ey, aber strafe nicht so rum. Bleib unten, dann kann ich oben rüber schießen. Keine Ahnung, weil du strafe. Wir sollten über den Zaun hüpfen. Oder hier, komm, wir gehen einfach hier lang. Wir gehen einfach innen rum. Oh. Ich hoffe, hier sind halt nicht so Typen mittendrin im. Im Haus, wa? Warte mal, lass. Ich glaube, vielleicht ist der hier innen. Nee, ist er noch. Mach Full Auto. Hab ich. Feuerfreien Modus. Abrollern. Ich spring kurz und gucke. Okay, ist keiner. Wir haben doch einen Laser an der M4. Wieso geht der nicht an? Haben wir? Guck mal hier, ich gehe auf den Blumentopf. Oh. Oh nee, ich häng. Oh! Alter, ich bin gerade auf die Wand geglitscht und. Komm, wir rennen einfach zum Extract. Wir machen einfach Run. Hier liegen doch Leute, hier war doch schon. Ah, hier war ich schon mal. Sophie kennt es. Hier war ich zum allerersten Mal. Der hat eine Uzi. Markus, ich will hier raus. Hast du Angst? Nö, ich will aber nur mein Geldzeug nicht verlieren. Ich renne hinterher. Mach das. Alter, du bist schon wieder so weit vorne. Entweder rennst du durch die Stadt und wirst erschossen, oder du rennst ganz schnell weg, Alter. Du bist ein richtiger Pussy-Gamer. Und jetzt hier noch auf letzten Sekunde erschossen werden. Unser Transport kommt. Ich habe eine VZ-61 eingesammelt. Richtig viele Waffen rausgeholt hier aus der grünen Runde. Aber ich glaube, das sind generell eh nur Anfängerwaffen. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwelche. Ich glaube noch nicht, dass die so viel haben. Die haben halt nur die ganzen. Aber wir haben es vielleicht fast gleich geschafft, so viel. Ich weiß halt nicht, ob das hier Gebäude, Flächen sind, wo unterschiedlich schwierige Gegner mit unterschiedlichen Waffen rumlaufen. Nein, die sind halt nicht hier. Ich denke mal, es geht halt immer weiter zur Mitte. Wir sind halt im Randingsbumsgebiet. Dann Falong und dann, guck mal, Airfield sind dann stärkere und Bar unten und Tiger Bay und halt die krasse. Dann siehst du ja unten, ne? Wir machen hier Missionen und dann kommen wir immer weiter rein. Und dann irgendwann sind dann halt da diese super Sondergebiete. Oder ich weiß ja nicht, was in der Mitte ist. Ground Zero. Vielleicht ist da das Megadorf. Wann kommt Christoph? Weiß ich nicht. Mitten in der Woche ist bei ihm auch schwer. Gestern war, glaube ich, online. Du kannst die Luft anhalten mit halb links. So lernt man nichts. So lernt man nirgendwo zu schießen. Also im deutschen Militär hält man nicht die Luft an, ne? Man schießt beim Ausatmen. Ich war nie Sniper gewesen. Ist ja nicht Sniper. Sniper, da hält man vielleicht die Luft an, ja, aber. Ich bin kurz auf Klo. Wir haben es geschafft.
Bei der Polizei hält man bestimmt auch nicht die Luft an, oder? Man hält doch nicht die Luft an beim Schießen. Der hier hat eine gute Knifte, der hat eine AK voll ausgekittet. Mit einem Ding-Dong. Also so wie ich das kenne, ist, du schießt beim Ausatmen. Machst halt. Und beim Ausatmen sollst du eher schießen. Weil ich glaube, wenn du dann auch die Waffe irgendwo reindrückst oder irgendwas, ansonsten, wenn du beim Einatmen machst, drückst du die ja rein und so. Pustest du denn nur die Luft raus und kannst weiterschießen. So. Ein Glück habe ich an jedem Fenster Mücken. Du schießt Giftgase. Immer beim Ausatmen. Giftgase, wie das denn? Du meinst du das Gasefenster? Giftgase, Blödsinn. Ja. Okay. So, jetzt habe ich hier noch eine Kalatschnikowa. Kannst du ja mal gucken im Laden. Guck mal, wenn du bei Vendor gehst, bei Gunny gibt's eine M4A1 für 1008 und nochmal eine für 1015. Und guck mal, der eine Typ, der hier rumsteht, der hier, der hat eine gute AK hier ausgerüstet. Wenn wir mal meine AKs verkaufen, da kriegt man nur $89 für, ey. Oh, für die kriege ich 153. Okay, wir machen Heap versus Stack Ordnungssystem. Wir machen von unten nach oben machen wir die Waffen und von oben nach unten die Ausrüstung. Und in der Mitte trifft sich das dann. Ach so, du musst auch übrigens, du musst auch oben drücken auf rechts oben auf dieses Message-System. Und dann bei dem einen musst du diese Dinger aufheben, die Marker. Bei Gunny. Ja, der hat so eine Marker. Das ist halt wie, genau wie bei Tarkov. Da musst du halt irgendwo hingehen und so einen Marker setzen. So, jetzt können wir aber die eine Aufgabe enden, oder nicht? Also gehe ich jetzt hier zu Complete. Was ist das für ein Magazin? Achso, okay. Complete. Oh, es kommt kein cooler Sound. Man hat ganz Collect. Viel Medical-Scheiß dabei. Guck mal, hier ist Hendrik, der Noob. Hendrik hat das Game schon längst refunded. Den kann ich ihm jetzt immer Beleidigungen schicken. Ja, warum? Naja, weil er meint, das läuft nicht. Ja. Und hier ist Juan, guck mal, der Typ war schon Level 10, der hat das Spiel gesuchtet den ganzen Tag. Jetzt können wir noch eine neue Mission wieder nehmen. Und da gibt es auch wieder einen M4. Find the crashed helicopter south of gas station. Ja, das kann ja wohl nicht so schwer sein. Guck mal, ne, und der Gunny, der verkauft ja auch so eine Pumpgun, ey. Oh, das klingt doch gut. Wo sehe ich meine Kohle? $10,000, Junge. Ich hab 13. Ja, kostet nur 300. Ja, kannst du kaufen. Nee, ich hätte gerne einen Scope. Also, ich lasse jetzt meine Pistole aber hier liegen. Ich finde das Spiel besser als Tarkov, muss ich ganz ehrlich sagen. Bis jetzt macht es auch wieder mehr Spaß. Macht mehr Spaß, es ist leichter zugänglich, man wird nicht die ganze Zeit sofort weggeknallt. Ich verstehe halt nur noch nicht genau, was man so an Schnitt für Ausrüstungsgegenstände halt braucht.
du dieselben Dinge im Shop wie ich? Ja, ja. Okay. Mhm. Und ich habe jetzt einen Schlüssel. PL Attic. Steht da genau, wo das ist? A key for the attic storage space room of restaurant in Pa Lang. Wow. Restaurant. Interesting, bra. Bra. Wo soll das denn sein, ey? Das könnte überall sein. Wer verkauft mir denn hier? Das sind doch nur drei Hinleitungen. Für die SKS. Das verstehe ich aber noch nicht genau. Ist nicht ein Surgical Kit und dieses Kit? Nee, das ist ein Blood Transfusion Kit. Wie viele Sachen brauche ich denn? Brauche ich ein Bandage und ein Gauze? Ist ein Gauze nicht das gleiche? Übrigens komplett voll. Muss ich jetzt 40 Euro ausgeben? Okay, ganz ehrlich, ich kann das hier verticken, weil braucht eh ein bisschen Platz. Aber man weiß wieder nicht, was wo passt, ne? Nee, das stimmt. Das müssten sie halt noch von Tarkov klauen. Da gibt's doch dann irgendwann dieses Ding, dass du dann so einfach nur Rechtsklick drückst und dann kannst du einfach alles kaufen. Ey, warte mal, meinst du, die eine Frau hier, die Lab Rat, die verkauft so Blatt. Ah, nee, das ist kein. Ah, ich hab rausgefunden, Daniel. Geil. Komm. Du ziehst deine Waffe ins Inventar, machst Doppelklick drauf. Ja. Ich weiß, du kannst sonst die Sachen nicht abnehmen. Dann gehst du zu Gunny. Und dann ist alles orange, was an die Waffe passt. Ah, okay. Das ist schön. Das ist cool. Kann man nämlich gucken. Ob ja, ich wollte nämlich ein anderes Scope kaufen, aber das wird nicht passen. Wo siehst du das, wie was alles, was an die Waffe passt? Na, jetzt hast du die Waffe im Inventar rechts, ja? Ja. Jetzt klickst du Doppelklick drauf. Ja, dann geht die auf. Und dann gehst du zu Vendors links und zu Gunny. Ja, und dann? Dann öffnest du sie nochmal. Sorry. Und dann, aber bei mir leuchtet da nichts orange. Warte mal. Geh mal in den Stream. Achso, oder mein. Meinst du, wenn man es hochhebt? Nee, tatsächlich. Bei dir ist es nicht orange. Warte mal. Ich habe meine Waffe, also meine normale hier, meine M4. Oder genau, die hast du im Inventar. Habe ich im Inventar so. Jetzt gehe ich zu. Nee, jetzt gehe ich erstmal zu Gunny. Und dann drücke ich rauf. Und jetzt ist die orange, aber ich sehe jetzt hier nichts. Und jetzt ist hier noch irgendwas an. Ist ja interessant. Ich poste das mal in den. Alles und nichts rein. Vielleicht muss man irgendwas noch drücken. Rechtsklick. Inspect. Ich hab das jetzt schon ein paar Mal ausprobiert. Glaubt ihr das, wenn das bei dir geht? Ja, ich brauche nur Doppelklick aufmachen, dann sehe ich das alles. Nee, interessant, dass das A, C, O, G, wie sie nicht passt, aber es hat ja auch eine andere Schiene. Ich kann, guck mal, ich kann nur hier Sachen aufheben und dann sehe ich halt, ob die Waffe leuchtet. Bei mir geht es tatsächlich immer noch. Hast du noch irgendwo einen anderen Filter oder irgendwas an? Hab ja noch die Waffe geklickt. Du hast alle Filter an, die ich am hab. Na gut. Kann nichts machen. Du legst die aber nicht in das Cell-Fenster rein, oder? Nee, nee, nee. Komisch, ja. Klick mal nochmal auf deine Waffe, während die offen ist vielleicht. Klick mal drauf. Und während die offen ist, klick nochmal drauf. Guck mal. Guck mal, bei mir, die linken Sachen leuchten auch, aber die rechten nicht. Siehst du, was ich meine? Guck mal, die leuchten dann auch. Naja, komisch. Bei mir leuchten links. Ah ja, ich sehe, was du meinst. Guck mal, wenn ich hier so tippe, dann leuchten die. Aber hier links passt auch nichts. Vielleicht, Klick mal links an, was bei ihm eins an. Klick mal bei ihm irgendeine Sache an in seinem Inventar und klick mal dann auf deine Waffe nochmal. Nee. Ist ja witzig. Aber da passt doch auch keins, oder? Guck mal, hier passt doch aber auch nichts.
Ich habe doch das reingepostet in Discord. Alle, da passen viele Sachen. Ach, echt, ja. Was denn zum Beispiel? Alles. Fast M4K, jedes oder nicht? Aber hat man... Nee, hat man nicht eine ausgekittete... Hä, was ist denn das für ein Blödsinn? Ich habe doch das hier gekauft. Sehr komisch. Ja gut, okay, also es funktioniert nicht ganz hier, was ich machen will. Ich wollte irgendwie einen Scope ranbauen. Oh, hallo, aber Maria, ja, bei uns geht das Spiel. Das ist nicht kompatibel. Ballerspiele wieder. Waffen-Ballerspiele. Wo ist denn... Oh, jetzt muss ich natürlich meine Waffe mal wieder zurücknehmen. Also ich habe jetzt einfach nur meine ganzen Sachen immer ein bisschen aufgeräumt und ich würde jetzt wieder in den Krieg gehen irgendwann, oder? Ich weiß halt nur nicht genau, was ich alles genau eigentlich an den ganzen Kits brauche. Brauche ich denn Ibalin und ein RT? Das sind doch hier Sachen, die sind doch das gleiche, oder nicht? Ist ein Bandage nicht das gleiche wie ein Gauze? Achso, hier steht's ja. Wound Heal per Charge. Wound Heal per Charge. Das macht eigentlich das gleiche, würde ich jetzt mal sagen. So. Oh, ist der Helikopter laut. Bei mir ist gerade alles ganz gut. Ich hoffe, bei dir auch. Nee, ist nicht wie COD. Hier ist, in dem Spiel willst du, machst du dir am Anfang einen Charakter und dann willst du eine von drei Fraktionen. Entweder die, die oder die. Wir haben jetzt halt die. Und dann bist du hier auf der Map. Kannst immer, hast hier so ein, das ist dein Inventar, das hier nimmst du alles mit. Dann rüstest du dich halt aus, ein bisschen wie Escape from Tarkov halt. Und dann fliegst du, also wir können jetzt zum Beispiel am Anfang noch nur hier und hierhin fliegen und dann rennen wir rum. Die sind halt überall auch so Gegner und die Blauen sind andere Leute aus unserer Fraktion. Jetzt sind wir gerade hier gelandet, sind hier runtergegangen, haben hier einen Ort gefunden und hier einen Ort gefunden. Weil man kann jetzt hier noch zu diesen Händlern gehen, also hier kann man sich jetzt auch wieder Sachen kaufen. Der hat hier Rüstungen und sowas, Rucksäcke, der hat Waffen, die hat Medizin. Und die haben ja aber auch noch so Tasks. Und jetzt könnten wir theoretisch halt auch wieder anderen Tasks machen. Zum Beispiel Handover UNRWA Medical Supplies to Lab Rat. Find the UNRWA at 200163. So 100. 200163. Warte, hier waren wir doch auch vorhin irgendwo. 200. Hier so dämliche Sachen. Hier waren wir. So, ey, okay. Markus, das finden wir ja ganz einfach. Das mit der Medic-Tante hätten wir auch easy machen können. Dann müssen wir auch nochmal zu Alpha 2 fliegen und dann ist das ganz oben. Da waren wir ja schon. Das, die Sache bei dem Spiel ist, dieses Spiel hier, das hat eine Firma gemacht, die hat eigentlich nur Mobile-Spiele gemacht. Weil Mobile-Spiele, sowas, was du mal spielst, Maria. Und die haben jetzt hier das erste Spiel, die haben jetzt hier quasi... Boah, ich gehe mal weiter weg von dem Helikopter. Aber die haben jetzt hier quasi das erste andere Spiel gemacht. Oh, hier ist ja richtig krass alles ausgerüstet hier drin. Aber man sieht, das Spiel läuft. Hier, das sind meine Texturen. Oh, jetzt sind die geladen. Oh, hier reden irgendwelche Leute. Achso, warte mal, was ist denn eigentlich mit meinem Magazin? Der ist derjenige, der redet, oh Mann. Oh Mann. Also es ist eher ein Hardcore-Game. Achso, ich sollte mal ein paar neue Magazine mitnehmen, na hier. Ja, was heißt Hardcore, ne? Das ist halt, man muss halt echt aufpassen, weil man halt nicht großartig was sehen kann. Weißt du, was du eigentlich machen kannst bei dem Spiel? Du nimmst einfach nur ein paar Magazine mit, unloadest die Munition und dann packst du den einen Stack in deinen Safe-Container. Weißt du, wie ich meine? Und dann in dem Ding holst du das so. Warte mal. Das hier ist Blatt. Das hier bringt mir noch gar nichts, oder? Das ist ein Blutkit. Wounds healed per charge. Okay, Wounds healed und das macht aber Blatt. Okay. Henderson. Das.
Müsst ihr nicht stehen, dass das Dingsbumsies heilt? So, das hier sind Kopfschmerztabletten. Ah ja, die sind auch gut. Ein Survival Kit, was macht das? Surgery Procedures to treat Organ Injury. Oh mein Gott. Ja, ich habe hier auch total viele Sachen aufgehoben. Ja, ich glaube, das Spiel ist erst vor ein paar Tagen tatsächlich rausgekommen. Ich glaube, vorgestern oder so ist das zum ersten Mal rausgekommen. Da waren auch gleich die Server richtig im Arsch. Und das Problem bei dem Spiel ist halt, dass es eine sehr hohe, einen sehr starken PC braucht. Also bei mir zum Beispiel oben sieht man ja zum Glück, dass ich immer bei den 120 FPS bin. Aber jetzt bei einem Kumpel hier lief es gar nicht, weil du brauchst schon echt 32 GB RAM und wahrscheinlich auch eine Grafikkarte mit ordentlich. Ja, aber ich sag mal, von der Grafik her kann man, glaube ich, Einstellungen machen. Ist ja alles schon. Die nicht unbedingt auf Low sind. Ich habe ja alles auf Medium und habe genauso viel FPS. Ich glaube ehrlich, das macht gar nichts, weil die das noch gar nicht implementiert haben. Ich glaube, die haben das noch gar nicht implementiert. Das sind nur die Texturen. Ja, genau. Okay, lass mal jetzt wieder reingehen. Ich würde jetzt hier die Mission machen mit der Tante. Ja, mach. Mit der. Okay, ich hole einen Helikopter, ja. Duell sie 2. Hast du alles? Hast du neue Munitionen und alles? Ich habe jetzt. Achso, warte mal. Klar. Okay, das, wie man sieht, war das hier auch fast komplett leer. Magazin. Warum war das Magazin komplett? Achso, ich habe ja meine Waffe leer geschossen. Okay, ich hole jetzt uns einen Helikopter. Jetzt sagen wir hier Helikopter. Der Gunny verkauft auch einzelne Kugeln. Es kommt hier oben gleich ein Helikopter. Guck mal hier. Der hier hat auf jeden Fall schon mal einen größeren Rucksack und hier eine AK und dich ausgerüstet. Hello, Junge. Man, nice AK. Thank you. Ah, Daniel spricht doch wie so ein Fortniter immer, ey. Ich hab kaum Dragon's Dogma noch gespielt, es war irgendwie gerade so trocken. Also, ich hab ein paar Quests noch gemacht. Bist du das hier? Ich warte auf meinen Robocopter. Da ist er doch. Ist es eine AK oder ist es eine M4? M4. Die AK, dafür hat der Gunny leider keine Sachen, der ist mehr so der Amerikaner. Das ist jetzt ein bisschen laut wegen dem Helikopter. Wie, was meinst du, gutes Waffen oder Spiele? Bei Dragon's Dogma habe ich jetzt das erste Chapter komplett gespielt. Jetzt komme ich in ein zweites Gebiet, wo dann überall Wüste ist. Und dann hatte ich noch mit YouTube ein paar Quests gemacht, wo ich nicht genau wusste, wie man die machen soll. Jetzt musste ich mir zum Beispiel so eine Beast-Maske aufsetzen, weil ich nur einen Passierschein als Beast habe. Aber fliegt unser Helikopter wieder ein Riesenbogen? Ey, guck mal, wieso fliegt denn der so rum? Ja. Fliegt einmal über die ganze Stadt. Hätten wir rechts gesessen, hätten wir schon in die Stadt gucken können. Aber so sehen wir nur ja, die linke Seite. Ja, aber da wird man ja rausgeballert. Ich glaube nicht, dass du aus dem Helikopter geschossen werden kannst. Ja, wenn die dich sehen. Ist doch hyperrealistisch. Ist schon klar, dass der nicht, ist schon klar, dass der nicht durch die Stadt fliegt. Und alle nach oben. Achso, ich habe ihn nur... Hier, das kennt ja Sophia auch. Ich habe hier die Salzstangen, Mini-Salzstangen. Und natürlich meinen allerbesten Arizona-Eistee. Und ich habe gemerkt, meine Ohren sind besser. Ich darf nur nicht nur auf einem Ohr schlafen. Ich sollte auf beiden Ohren schlafen. Weil wenn ich auf dem rechten Ohr schlafe, dann läuft mir zwar ins linke Ohr keine Flüssigkeit, aber dann kriege ich irgendwann das Ohrensausen auf dem linken Ohr, weil das wahrscheinlich nicht durchblutet wird. Okay, wir müssen eigentlich nur so ein bisschen da reingehen. Hier, in die Richtung. Cool, was ist denn das da oben? Jetzt müsstet ihr was hier hören. Ach so, bei Dragon's Dogma würde ich sagen, bin ich ungefähr bei einem Drittel, weil es gibt so ein, wenn man bei einem Guide-Dings guckt, so einen Block gibt es ungefähr bei Teil 1, dann bin ich jetzt bei Teil 2 und dann gibt es nochmal so ein End-Arc. Late-Game-Arc oder sowas. Ich habe mein Wasser ausgepackt. Boah, guck dir das mal an. So nur Wasser. Ja, finden wir bestimmt. Let's go. Arizona mit Blaubeeren. Oh, den habe ich, glaube ich, noch nie probiert. Ich kenne nur den grünen. Den blauen müsste ich eigentlich auch mal ausprobieren. Bei mir gibt es nämlich auch meist den hier. Also ist oft ausverkauft.
Bei Lidl, bei dir oder wo? Bei Edeka. Bei Lidl gibt's oft, aber da hatte ich auch wieder neulich welche, die waren richtig schon alt. Ausgeblichen. Da waren welche, die waren noch mit Weihnachts Schneemann. Ey, gehst du auch durch das Feld durch? Bist du vor mir? Ich bin im Wasser, in dem kleinen... Du bist schon durchs Feld durch, ja? Ja, ich warte an der Bewässerung. Das Problem ist auch, das ist ein Hardcore-Spiel. Das heißt, man sieht wieder mal nicht, wo sein Mate ist. Also wir können immerhin eine Map öffnen, aber ansonsten sieht man nichts. Alter, sind die Frösche laut. Steht da einer in der Hütte? Oh, der Frosch war gerade an meinem Ohr. Ja, ne? Ich dachte, der springt da rein. Also das Spiel sieht auf jeden Fall cool aus. Aber nee, warte mal, hier ist doch der Ort, wo vorhin einer stand. Ja. Bei dem Verkaufsladen. Oh, jetzt geht es wieder los. Das sagst du wie bei Hand immer, da stand schon mal jemand. Aber ja, hier ist es wahrscheinlich sogar noch hilfreicher als bei Hand. Da stand schon mal jemand. Na, wenn ihn keiner abgeknallt hat, dann lebt er noch heute. Hast du mal irgendeinen von den Arizonas ausprobiert? Sophie trinkt ja immer auch gesündere. Trinkt ja diesen Tee, den du da geschickt hast. Richtig. Normalen Tee. Bist du in der Hütte schon drin? Nee, ich gehe jetzt in die Hütte rein. Okay, ich sehe dich. Ist sehr undurchsichtig hier, dieser Dschungel. Wirklich gefährlich hier. Warte mal, was müssen wir denn genau machen? Achso, wir sind ja noch gar nicht da. Aber da vorne ist doch schon der Wasserturm, oder? Du hast doch da irgendwie ja. Wasserturm die Markierung gemacht. Naja, wir müssen so ein komisches Kit finden. Tribal-Typ hier? Bei Metz, der Metz. Wir müssen ein UNRWA Medical Supply Ding finden. At the Town's Water Tower. Also denke ich, hoffe ich mal, dass im Water Tower wir sowas aber finden. Also es muss ja so ein Teil schon. Das ist nicht, das, du siehst unten die Belohnung, du siehst nicht, wie das Item aussieht. Ja, dann pass auf, hier ist eine Stelzenhütte. So, jetzt ist halt die Frage, die NPCs, die Gegner, die spawnen immer wieder neu ab und zu mal. Weil es ist ja eine persistente Welt. Der Server wird ja nicht gewiped oder so. Der bleibt tagelang offen. Und Leute spawnen einfach immer wieder rein und raus. Spawninger. Wollen wir einfach mal hier oben raufgehen? Oder werden wir denn hier abgeschossen? Alter, guck dir mal den Wassertower an, ey. Okay. Hier, die Tür geht nicht auf. Hoffentlich gibt es keinen Fallschaden. Ich geh weiter ran. Ist natürlich schon echt manchmal ein bisschen schwer zu sehen hier. Aber ich meine, es soll ja auch nicht alles gut sichtbar sein. Alter, was macht der Irre da oben auf dem Dach, Mann? Ja. Okay, es gibt keinen Fallschaden. Doch, oder? Ja, ich dachte, man kann in die Fenster rein, aber die sind zu. Markus, Julu. Also spring ich auch. Jetzt sind hier 10 Leute. Ich guck mal so. Leute, hier ist aber keiner, oder? Weil ich glaube, die NPCs sind auch so gemacht, dass die immer so ein bisschen Blödsinn quatschen. Ja, aber nur wenn die auch irgendwie hören, oder? Ohne Grund quatschen. Oh, guck mal hier. Wenn denn ist es doch hier. Oder in diesem... Genau, vor mir ist jemand. Macht doch nicht so einen Krach. Hier hinter dem Auto hast du auch gesehen, ne? Ja. Alter, wie viel hält der Typ aus? Okay, ist hin. Hab auch noch eine Salve reingegeben. Das waren, oh mein Gott, jetzt kommen wir wieder ins Fernsehen hier. Irgendwelche NGO-Hilfskräfte wurden abgeschossen, ey. Was sind das hier für Leute? Ja. Die machen hier Sozialhilfe und wir schießen die über den Haufen, ey. Das war aber hier keine Sozialhilfe. Nee, das waren keine. Die waren bewaffnet, oder? Komm, sag mir, dass die bewaffnet waren. Sag mir, dass die bewaffnet waren. Entwicklungshilfe. Der war bewaffnet. Okay, alles ist gut. Die waren bewaffnet. Ja, der muss ja die Sachen hier schützen vor den... Nee. Die anderen... Also, Bewaffnete darf man abschießen. Ne? Ein Glück gibt es hier keine... Sprengfallen. Schießt du? Jetzt ja. Hier sind noch ganz... im Süden, ja? Sind noch ganz viele andere. Wir haben aber immer noch nicht geschlossene Türen. Wir haben immer noch nicht das Ding gefunden, ne? Die kannst du treten, aber die gehen trotzdem nicht auf. So, jetzt nehme ich natürlich mir ein paar Sachen mit. Ich hab deine Sack. Show your fucking face. What the fuck? Ich hab's. Wo hast du's? Ich hab's. Du hast unten rechts eine Meldung bekommen, dass es Objective Complete ist. Nee, wir haben es nur gefunden, aber wir haben es doch noch nicht aufgehoben. Ja, ist ja ein Objective. Ach, hier ist es ja. Okay, jetzt habe ich es auch. Pass auf, da kommt... Du hast doch hier was aufgehoben. Hier liegt es, Markus, hier. Oder hast du es aufgehoben?
Ich hab's aufgehoben, dann musst du auch nochmal extra aufheben. Hab ich. Der kommt jetzt, aber wir. Da ist er. Kommt angerannt. Ich geh schon mal hier. Ist das ein Spieler? Nee, ist kein Spieler. Alles feuerfrei. Meinst du echt bei so einem Spiel, würdest du fast sagen? Das ist eigentlich ganz. Oh ja, ich kann gerade nicht schreiben, Sophie, aber gute Nacht. Ach, wieso? Du kannst doch mitkommen als Medic. Na, Medic gibt's ja hier nicht. Oh, Medic! Ach doch, klar, du hast so viele Medical Detective Sachen hier. Okay, wir können zurückgehen. Naja, wollen wir nochmal gucken, ob hier vielleicht noch was anderes in der Nähe ist? Warte mal, haben wir dieses Kit eigentlich im Inventar? Ach, vielleicht gibt's ja auch wie bei. Ah, ja, haben wir. Wow, fettes. Riesenpaket, moin. Okay, dann Taskmanager. Was haben wir denn noch hier unten? Der will auch was bei 201-164. Der Little Bird Down? Find and mark the cage in one of the town's warehouses. Da waren wir sogar schon. Ach so, wenn man seinen Teampartner nicht auf der Map sieht. Ja, man muss echt aufpassen. Aber im Endeffekt, guck mal, wenn jemand hier aussieht wie ein richtiger Soldat mit Rucksack und allem, dann kann man drauf schießen. Hm? 101-164. Ist markiert. Wo? 101? Die Waldlinie entlang. Ja. 201-164? Ja. Oder steht da vor der Tür? Sicher, dass der nicht neu gespawnt? Nee, der ist nicht neu gespawnt. Nee, oder? Der kam angelaufen und hat irgendwas erzählt. Er hat gesagt, why are you running? Hast du denn heute mal wieder frei, Mary? Oder warum bist du heute? Warum bist du aus heute hier? Du bist du jetzt wieder zu Hause oder noch bei der Familie? Wieder keine Munition. Ich hab noch welche, wenn du welche brauchst. Nee, ich hab mir alles neu ausgerüstet. Ich mach jetzt mal auch. Ich lade jetzt mein Magazin nach. Zack, zack. Hier, die Kisten hier, wenn die dann nehme ich das und steck das da rein. Dann ist da was drin. Ich hatte da vorhin eine Maschinenpistole und eine Schallgedämpfte. Ich hab wieder eine schöne AK mit. Eine ordentliche. Da vor uns ist noch ein Gegner, ne? Wenn du die lootest, musst du aufpassen, dass der dich da nicht sieht. Da links vor dem Tor, genau vor dem Tor. Und da hinten links im Wald hat auch noch irgendjemand gequatscht. Ach, sag doch, hier, seine Pistole kann ich doch mitnehmen. Ach komm, wir müssen gar nicht da lang. Wir müssen da lang. Hier über den Stacheldrahtzaun? Ne, das wird nichts. Ne, wir gehen hier hinten wieder über den Zaun rüber. Hä, hey, wieso sind die auch Stacheldrahtzaun? Oh, hier ist noch ein geheimer Raum. Das ist eine Toilette. Moin. Okay, also hier kommt. Bin seit Sonntag wieder da. Oh, shit. Ist nicht auf uns. Aber es gegen unsere Freude hier. Lass uns schnell abhauen, bevor die hierher kommen. Ah, okay, morgen geht's wieder. Krass, okay, bist du dann wieder unterwegs, okay. Ich habe die Leute da gesehen. Warte mal, sind das hier andere? Ah ja, es ist ein anderes Team, was kommt. Hast du einen fetteren Rucksack als ich? Nee, es gibt nur diesen einen. Ey, mein Feiertag war gut. Ich habe gestern geguckt, was meine Mutter macht, weil gestern ja mein Vater Golf spielen war. Dann dachte ich, okay, dann gehen wir einfach was essen. Dann bin ich mit dem Hund erstmal gegangen. Und meine Mutter meinte, nö, wir fahren jetzt mit dem Auto zum Essen. Ich so, ey, du bist richtig K.O., du hast kaum Energie und vergisst die ganze Zeit alle Sachen und verdrehst sie. Und meinte so, nö, sie will jetzt trotzdem Auto fahren dahin, also nur die Straße runter. Da dachte ich so, ja, okay, ich guck halt, wie sie fährt und dann ist gut. Und sie ist ja die ganze Zeit gefahren. Dann dachte ich so, ey, das ist vielleicht nicht so gut. Ja, ich muss auch wieder fahren, auf jeden Fall. Ja, aber ich meinte so, ey, du solltest halt, wir können einfach mit dem Bus fahren, weil wir haben jetzt ja alle Bus-Tickets, ja? Also alle dieses BVG-Ticket. So, nee, wir fahren da jetzt ruhig hin. So, okay. Und sind wir hingefahren, hat auch geklappt, sie kann fahren noch und alles. Aber trotzdem, ey, ist halt super K.O. und alles. Also Reaktionszeit wird sie jetzt nicht unbedingt haben und Kraft auch nicht. Und dann zurückgefahren war auch Glück, dass überall Parkplätze und alles waren. Jetzt dachte ich echt so, eigentlich sollte sie vielleicht nicht fahren, aber jetzt ist heute eh das Auto kaputt gegangen, also. Echt jetzt? Oh, hier liegt einer, wa? Hä, oh ja, Auto hat irgendwas, aber ich habe auch gesagt, hast du überhaupt getankt? Du fährst die ganze Zeit mit einem Streifen Tank, ja? Hast du irgendwie, und so, oh nee, stimmt, aber. Ich weiß nicht, ob da einer steht bei 15. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eher die Batterie, die jetzt da steht einer bei 15, unter dem.
Nee, das ist weit nicht weg bei uns. Ein anderer schießt, dann schieß mir. Wenn du genau hier hinkommst, dann, eben dann guck mal auf 15 unter dem Schild links. Das ist doch einer, oder? Ja, würde ich auch sagen, ja. Oder aber es ist eine hässliche halt Pflanze. Ist egal, der ist so weit weg. Der sieht da uns vorne hin. 70. Das weiße Lagerhaus, da müssen wir hin. Ungefähr. Riesengroßes Haus. Okay. Der sieht uns nicht. Rechts schießen die, links schießen die. Ja, vor allen Dingen gefährlich für sie und für andere und für alle. Aber wenn man überlegt, in Zehlendorf fahren auch nur Rentner, die alle irgendwie nicht mehr fahren sollten. Jemand rechts auf der Straße, den muss ich auf jeden Fall abschießen. Halt die Luft an und mach mit einem Schuss. Sehr gut. Dafür muss das ich hat nicht. Der Linke jetzt aber gehört, wieder, ne? Da ist ja wieder das Haus. Der Linke, der ist doch 10.000 Kilometer weit weg. Der ist jetzt... Wo wollen wir eigentlich jetzt hin, Markus? Ist das das Haus da oder wo wollen wir? Ja, das müsste das sein. Das müsste ein Lagerhaus sein. Okay, Angriff. Oh, da links sind zwei am Checkpoint. Da ist ein Checkpoint links auf der Straße. Da stehen drei im Mann. Geil. Sehen die uns beim Rüberrennen? Wahrscheinlich. Ich schieß die jetzt über den Haufen. Kannst du auch? Das sind drei. Sag, wenn du einen schießt. Ich mach auf den rechten. Eins, zwei, drei. Hä, der will nicht sterben. Jetzt ist er tot. Einer ist noch weiter rechts hinten, ne? Der ist weggegangen. Hab ihn. Hast du ihn? Deinem Schuss? Ja. Ich will mit einen auf der Straße sehen, was der hatte, Alter. Der muss doch irgendeine fette Weste angehabt haben. Das Luftanhalten ist mega gut, Daniel. Hab ich aber in meinem gemacht. Genau schießen da. Oh, oh, AK. Ist auf uns? Das waren AK-Schüsse. Aber ich sehe keinen. Schnell looten, schnell looten. Da schnapp ich mir direkt den Nektar, den er hat hier. Ist sein AK besser als meine oder meines besser? Ich weiß es nicht genau. Hi-Ran! Hi-Ran! Ist da irgendwas, was ich nicht hab? Der hat noch ein. Nee, hat da alles auch ein. Oder? Bin ich blind? Ich hab mit was, was er nicht hat. Vielleicht einen besseren. Wir nehmen hier das mit. Die haben immer dieselben Sachen, das lohnt sich alles hier gar nicht. Die extra zu looten. Guck mal, ich hab auch ein Razer-Headset. Ja, das ist noch gelb, Mann. Nee, wir, guck mal, gesehen, unser Headset heißt Razer. Ja, aber wie gesagt, okay, also sie kann auf jeden Fall Auto fahren. Die Sache ist, sie kann natürlich viel besser fahren, weil sie viel mehr Routine hat, aber ich würde sagen, Reflexe und Kraft hätte ich mehr. Also sie hat ja kaum Kraft. Ich glaube, die Sache ist, sie macht halt noch relativ viel dafür. Da links steht auch einer hinten am Feld vor dem Haus, aber gut, wir nehmen mal. Ja, gut, okay. Ich gucke erstmal, ob die Tür offen ist. Warehouse, ja, das muss hier sein. Sehr gut. Da stehen aber mehrere links hinten. Mach bei die dem, Tür auf, mach die Tür. Bei dem Gebäude. Müssen wir nicht in das Warehouse rein? Da stehen drei Leute, ja. Ich mach mit dem Schalldämpfer, warte. Wow. Was für eine Erleuchtung hier, diese Tür. Die ging doch noch auf. Ja. Was müssen wir hier eigentlich machen? Nichts, weil wir sind nicht drin. Also wir müssen hier erst mal rein. Hier, halt den Tracker. Aber ich habe keinen Tracker dabei. Oh, das ist die Tracker-Mission. Okay, dann können wir abhauen. War Failure. Ja. Ich habe auch nicht mehr dran gedacht, aber das ist die Mission mit dem Tracker. Wir haben keinen Tracker, Mann. Wir haben ihn noch nicht dabei. Du hast ihn noch nicht eingepackt. Ach so, ja, aber hier steht Mark. Ich habe den eingepackt, aber ich muss den in die Hosentasche packen, oder? Alter, du hast den dabei. Sag das doch. Ich habe keinen dabei. Ich wusste nicht, dass wir die Quest machen wollen. Ich weiß nicht mehr, wie der aussieht. Ein schwarzer Tracker, komplett schwarz. Ach nee, dann habe ich den wieder ausgepackt. Okay. Gut, dann hauen wir ab. Aber wir wissen, wo es abgeht. Ja, ja, ja. Dann gehen wir jetzt hier wieder quer wieder nach hinten, Westen. Oder wie? Nach Westen. Okay. Bin voll, ne? Weil ich muss was trinken. Ich muss was trinken. Da sind ganz viele Leute, die gucken uns alle an. Drei Leute. Sollen sie doch machen. Ein freies Land. Ja klar, das ist wahrscheinlich ein freies Land. Ich habe ja AK-Magazine mitgenommen. Oh, Sophie, du bist ja immer noch wach. Sophie schreibt gute Nacht als Fake. Und dann ist es Profis. Ja, natürlich. Hallo? Wir sind hier was ganz Großes auf der Spur. Noch leben wir. Also das Spiel ist doch echt eher freundlich gegenüber Anfängern. Ich weiß ja nicht, oder ob Maria auch dieses Escape from Tarkov kennt. Sophie kennt es doch auch. Ja, hat doch immer der Freund von Saskia gespielt. Der hat doch immer Escape from Tarkov gespielt. Oder dann muss es gut sein, oder? Nee, dann ist das nicht gut. So, komm. Wir gehen zu dem Checkpoint bei dem Haus. Von dem Spiel kriegst du Albträume? Das ist doch total freundlich, ey.
Natur ist hier ganz viel. Escape from Tarkov hat so ein richtig russisches Spiel von Russen entwickelt. Wo man auch immer reingeht, aber da ist alles, da weißt du nichts. Was ist das denn für ein Navy Seal, der nicht bei die Holztür hier... Mann, das ist wahrscheinlich, hier braucht man so einen Schlüssel. Hier braucht man so einen Schlüssel. Unlock Unknown, nee, haben wir nicht. Du hast Albträume von Party Animals bekommen. Oh, ich von Fall Guys. Fall Guys habe ich auch wieder installiert. Ich habe Fall Guys und Party Animals installiert. Wenn man da runtergekickt wird, dann Fall Guys hat Sophie auch gestern gesehen, wie es mich wütend gemacht hat, ja. Party Animals. Aber Fall Guys hat jetzt einen neuen Modus. Fall Guys hat jetzt den Explore-Modus. Da kannst du mit deinem eigenen Tempo die Mission immer zu Ende machen. So ein bisschen wie Trackmania, dass du aber immer noch zu Ende fahren darfst. Also nicht, wenn du jetzt der Letzte bist, dann sagt er nicht, oh, du hast Pech gehabt, sondern geht's trotzdem noch weiter. Guck mal, wer ist ein einfacheres Ziel? Markus, wenn er die ganze Zeit da rumschleicht oder ich, wenn ich so renne? Fortnite! Du musst machen wie COD, so, und dann hüpfen und dann mal... Ja, dann rutschen am besten. Dann rutschen, ja. Kann man das überhaupt? Die ganze Zeit einfach nur rutschen. Nee, wir können uns so langsam hinlegen. Ruf einen Helikopter schon mal an. Okay. Helikopter. Du musst aber auch flitzen. Nee, wir haben jetzt ein, zwei Minuten. Ich muss mir, glaube ich, gleich was zu essen kaufen, weil ich habe keine Snackies mehr. Doch, du hast bestimmt so eine Snackpacks in deinem Ding. Die habe ich, glaube ich, vorhin schon gefuttert. Können wir nicht ein paar Bananen ernten oder irgendwas? Oh, ich habe Bananen echt gekauft. Das sind Bananenbäume tatsächlich, ja. Aber würde ich auch sagen, ne? Die sind alle schon geerntet, ey. Die waren wie Zombies. Es gibt doch nur ein... Meinst du die eine Map, so wie die Halloween-Map, die ein bisschen dunkler war? Oder durch das Feld sind wir davon auch gekommen. Hier renne ich aber nicht durch, weil Sophie, wenn ich hier rauskomme... Das erinnert mich an Vermintide, wo auch dieses hohe Feld ist. Und alle stehen immer oben rüber und der Zwerg, der ist einen halben Meter kleiner und der sieht immer gar nichts. Wo kommt denn unser... Oh, mein Charakter hat hier irgendwie... Immer Tab, mein Charakter hat hohen Blutdruck. Du musst M gedrückt halten oder M tippen. Hast du die Map? Ja, es wäre schon cooler, wenn man eine kleinere taktische Map hätte als die. Du kannst die Map, wenn du nur einmal ganz kurz tippst, hast du die halbe. Wenn du M gedrückt hältst, hast du die große. So, ja, nee, ich meine noch kleiner. Genau, du warst ja mal jetzt. Links von uns ist noch ein Hütchen, da waren auch vielleicht Gegner, aber wir sind doch schon in der Nähe. Jo. Na dann viel Spaß, aber dann hier folgt da mal dein Hin- und Hergereise. War nicht dein Auto? Nee. Das Auto war nicht kaputt, ne? Das war... Ach doch, doch, das eine, was die ganze Zeit in der Werkstatt war. Wie gehen alle Autos kaputt? Aber guck mal, wenn du an so einem Baum stehst und du guckst, du siehst, glaube ich, dass immer die Sachen erst kurz gerendert werden, wenn du auch sie siehst, oder? Na wohl, nee, vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, ein bisschen hat das Spiel... Ey, aber die Grafik sieht schon krass aus. Wenn man hier reinguckt, das sieht schon fast surrealistisch aus, muss man sagen. Sieht schon cool aus, ja. Ich mach mal auf... Fotorealistisch, meine ich. Mal zum Gucken, ob sich da was ändert. Siehst du bei dem Ding, siehst du das nicht. Du siehst es nur so bei Texturen hier zum Beispiel auf dem Boden vielleicht, dass das ein bisschen mehr hat. Aua. Sieht so krass aus. Texture Resolution? Auf Epic mache ich die jetzt, ne, auf High. Ich glaube, wie gesagt, da gibt es irgendwie echt kaum Unterschiede gefühlt. Ja, es ändert sich halt auch nichts großartig. Oh, 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 oh. No! Hä, wo ist denn der Heli? Da hinten! Da müssen wir noch einen rufen. Ja. Ich war vor, ey. Aber da hätten wir halt noch einen. Das hätte ja wieder gepasst. Okay. Es ändert sich hier tatsächlich nicht so viel, ne? Vor allen Dingen, ich meine, das mit dem Helikopterfliegen, ist das jetzt hier besser als ein Loading Screen oder nicht? Wir müssen auch die ganze Zeit warten und. Und es ist auch noch ein lauter Loading-Screen. Ist das besser, als es ein echter Loading-Screen? Vielleicht gibt es ja bei den... Am Anfang ist es halt cool, hier rumzufliegen, aber ich meine, jetzt ist es auch ganz schön laut.
Hey, fliegen wir wieder über die ganze Map oder was passiert hier? Achso. Guck mal, wenn wir aus dem Basecamp einfach nur rauslaufen, meinst du auch, dass wir einfach hier unten in die Stadt gehen können? Theoretisch schon, oder? Du kannst überall hier hinlaufen. Aber muss ich glaube, wir können... Nee, guck mal, ich glaube, wir können gar nicht aus dem... Ah doch, die Tür ist offen. Du kannst hier, glaube ich, schon einige Sachen machen. Nee, guck mal, Markus, hier, wenn du hier rüber gehst. Hier, die Tür ist offen. Ja, ach so, ja, naja. Ich dachte erst, es ist alles dicht, aber die Tür hier ist offen. Hä, wieso sollte es dicht sein? Du kannst doch überall hin. Na, du kannst ja nicht einfach über einen Zaun hüpfen. Meinst du, ich kann nicht halt überall hinrennen. Guck mal, hier redet wer. Guck mal, man hat nur einen... Na doch, man hat drei Rucksäcke, ja. Okay, ich guck mal nochmal durch bei Grafik, ob ich hier noch was ändern kann. Ich guck mal in die Ferne. Oh, hier ist eine richtige coole Kantine, ey. Aber sieht ein bisschen dreckig aus. Also Gordon Ramsay würde hier erstmal rummeckern. Ja. Wahrscheinlich. Eigentlich hat das Command ja ein Timeout, aber weil du Mod bist, kannst du es, glaube ich, die ganze Zeit benutzen, Sophie. Eigentlich sollte man es, glaube ich, danach 3 Minuten lang nicht benutzen können. Sonst kann man sich einfach durchrollen. You see me rolling. Boah, der Hacker-Computer ist hier, ey. Boah, wenn du Sharpening hochdrehst. Ich hab doch, ich hab ein bisschen Sharpening an, damit sich das dann... Ich mag ja Sharp, ich mag ja auch kein Anti-Aliasing, ich mag ja lieber diese... Aber du hast ja nicht viel, du hast 10 gesagt, oder? 33 habe ich. War 32. Oh, da hat aber einer ganz genau abgemessen. Was hat denn bessere Performance? Hast du schon ausprobiert, ob DLSS oder FSR? Keine Ahnung, der eine, der vorhin im Stream hier war, meinte, bei FSR stürzt immer ab bei ihm, ne? Lol, bei FSR habe ich 130 FPS. 150, 180. Oh. Hä? Habe ich Todes-FPS. Da habe ich 180 FPS. Ich habe doch FPS-Limit, ich habe auch mehr FPS, aber es ist doch limitiert. Bei mir geht nur manchmal das Limit nicht an, irgendwie sozusagen. So, jetzt gehen wir hier wieder zum Vendor und jetzt verticken wir die ganzen Sachen. Earmuffs, $15. Ist da noch was drin? Zweimal ein Belt. Ach komm hier, gönn dir. Aber gibt's noch eine Pay-to-Win-Version, dass man größeres Inventar hat? Hier ist ja, wir sind ja, kaum am Sterben. Noch eine, gibt eine Zusatzedition. Ja, aber ich glaube, da ist nur der Rucksack, des Dings größer. Der Secure-Container ist, glaube ich, nur größer. Ich will ja nichts sagen, okay, aber... FSR hat viel schlechtere Grafik. Ja, ist unscharf, oder? Ne? Ich vergleiche das gerade ganz doll mit... DLSS ist auch einfach besser. Deswegen nutze ich DLSS, mir ist egal, was der FPS ist. Ich vergleiche das gerade, indem ich auf eine Palme in der Entfernung gucke. Tatsächlich ist DLSS DLAA am besten. Ich kann es nicht handovern. Warum kann ich es nicht handover machen? Aber wahrscheinlich muss es immer auf Auto. Auto sein. Habe ich auch alles auf Auto. Vendors. Ich fahre jetzt Auto. Man kann bestimmt weiter Auto fahren, dann ist es ja. Okay, fertig. Abgegeben. Neue Quest hat sie. Find Kanoa Sinatra. Was? Ich habe was von denen geschossen. Sinarath. Wir kriegen auch irgendwo EP, ne? Ich will jetzt Level 2. Können wir. Fast Level 3. Mit den Complete-Tasks. Musst du die jetzt irgendwo abgeben? Ja, na klar. Aber bei wem? Du drückst oben, musst die Box im Inventar haben. Dann gehst du oben wieder auf Vendor, dann gehst du wieder auf den Charakter, drückst auf Task, dann steht da Complete, drückst rauf und dann abgeben oder beenden. Und dann schicken die dir per Mail Belohnungen danach. Okay. Also nimmst du jetzt auch die beiden Sender mit, sozusagen, ne? Können wir jetzt als nächstes machen, wenn du willst, ja. Ja, wir wissen ja, wo es ist, ist doch super. Man kann auch wieder neue Sender kaufen, wenn man die verliert. Naja, Tracker kostet $50 bei Gunny. Ah, okay. Geil. Aber ich habe jetzt ein Problem, dass ich gar nicht meine ganzen Waffen hier... Ich muss jetzt eigentlich alle AKs verkaufen, weil ich habe gar keinen Platz mehr. Ja, du findest AK in jeder Runde, oder? Ja gut, stimmt auch wieder, ja. Okay, dann gehen wir jetzt... Eigentlich kann man die alles verkaufen vor Ort und dann direkt
Nur die Teile mitnehmen, da kann man wahrscheinlich mehr tragen. Ich verkaufe auch alle Waffen, die ich finde. Findest du wahrscheinlich sowieso immer wieder. Ja, vor allem, wir brauchen ja Platz im Inventar. Bringt ja nichts, wenn ich jetzt hier. Also wahrscheinlich. Alles horte. Kann sein. Und ab und zu musst du dir mal wieder Munition kaufen. Ich würde ja auch gerne meine Waffe ein bisschen modden, aber bei mir geht das halt nicht mit dieser Anzeige, wie du meintest. Ja, das ist ärgerlich. Da kann ich dir auch gar nicht helfen, weil hier ist kein Unterschied zu erkennen. Hier ist noch zu deiner Geschichte da. Meine Geschichte? Was ist denn meine Geschichte? Erzähl uns deine Geschichte. Mein Typ ist hungry, okay. Ja, meiner auch. Ungarisch. Ja. Aber dann kriegt er was zu essen. Definitiv. Wir brauchen, schnell wir brauchen zwei drücken, Tracker, wa? Schnell sortieren habe ich noch nicht gefunden, ne. Okay. Achso, man kann auch mit Shift klicken. Brauche ich denn hier so ein Blatt-Kit, ey? Ich verstehe mal nicht, was das alles ist, aber gut. Wenn du angeschossen bist, wahrscheinlich kommt dann irgendeine Anzeige für irgendwas. Okay, ich stecke mir jetzt zwei in meinen Container. Den Container ist immer witzig. Der Container ist alles in diesem Spiel, kannst du verlieren, aber was du im Container hast, behältst du immer, wenn du stirbst. Und dann gibt es immer mit teureren Versionen größere Container. Und bei Tarkov gab es dann immer Leute, die sind irgendwo reingerannt, haben sich schnell ganz viel in ihren Container gestickt und sind dann halt auch gestorben, aber es war egal, weil sie es im Container hatten. Dann haben die immer gesagt, später dann immer aus Spaß, die stecken sich den Hintern hoch, damit sie es halt weg rausschmuggeln halt. Oh Mann. Es ist aber halt auch immer richtig dumm, weil was ist das denn für ein Game Design, weißt du? Der eine kauft die beste Edition, nimmt den größten Container und dann zack, 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 schiebt er sich alles rein und man kann ihm das quasi auch nicht wegnehmen. Das ist eigentlich richtig dumm. Aber eine Sache musst du mir jetzt trotzdem nochmal ganz kurz erklären, ja? Ja. Ich habe jetzt, geh jetzt auf Task oben. Ja. Und dann auf First Recon, ja? Ja. Da steht ja bei mir alles complete. Ja. Dann drückst du danach nochmal rechts unten. Da steht. Rechts unten steht bei mir nur Status complete. Ja, dann kannst du es doch irgendwo beenden. Du gehst aber auf Vendor, ja? Oben. Auf Vendor, Task. Nein, auf Vendor. Moin. Du musst es in dem kleinen Menü machen. Availability. Dann beim einen musst du ja nur sagen, dass du es gemacht hast und bei der Frau musst du das Ding in deinem Inventar haben, nicht in der Box. Die blaue Kiste musst du im Inventar haben, weil sonst macht er das nicht. Okay, ich pack die blaue Kiste ins Inventar. Geh auf Vendors. Auf Tasks. Ach, guck mal, der... Okay. So, ich will jetzt wieder rein. Ich habe meine Tracker ready, Munition wieder dabei und hier ganz viel Medikit-Shit. Hast du die neuen Missionen auch schon angenommen? Ja. Aber wir machen jetzt ja erstmal die mit dem Tracker, oder nicht? Ja. Sieht mein Charakter hier so kacke aus? Das sah doch eigentlich anders aus. Oh, ist egal. Okay. Vielleicht sollte man gar nicht mit der M4 reingehen. Ja, warum nicht? Wir haben noch drei. Ja gut, stimmt schon. Dachte, und wir kriegen einfach mit Schrott rein. Du solltest nur mit einer Pistole reingehen, einen abschießen und dann hast du eine AK. Ich trinke noch was und dann kann man was trinken. Zack. Mich nervt jetzt schon, dass es Radiation und Intoxication gibt, aber gut. Ja. Okay, wir fliegen wieder zum oberen, ne? Zum linken. Alpha 2. Könnte Daisy-mäßig werden. Helikopter kommt. Oh, Alter, wo ist denn hier der... Ach, ich bin direkt neben dem Helikopter. Ich lege auch mal die Pistole weg, weil dann hole ich mir halt eine neue, wenn ich eine finde. Nee, das mache ich nicht. Weil wenn die Knarre leer ist und da steht einer vor dir, dann... Dann habe ich ja schon AK eingesammelt, dann wird sich dann muss man schon abgehen. Ich finde cool, dass man hier aus dem Inventar, also aus dem Locker trinken und essen und alles kann und dann hier direkt... Das ist überhaupt unser, ja. Nicht, dass du wieder in den falschen Dann gibt es wieder einen netten Ort. 10 Minuten Flug hin und wieder zurück, ey. Wahrscheinlich hätten wir auch
Also ich kann das Spiel jetzt übrigens nicht mehr refunden, weil wir bin ich jetzt deutlich über der Zeit. Ja, würde ich auch nicht machen. Es wird wahrscheinlich noch besser. Außerdem habe ich nur 25 Euro bezahlt. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe das bei... Ich habe mir einen Key einfach gekauft bei der Firma da. Das Game war doch eh nicht viel teurer. Ja, doch, es kostet 35, aber bei dem Typen selber da kostet der wohl nur 25. Ja. Das war's. So, man soll ja die netten Freunde auch ein bisschen unterstützen. Ja? Die geben sich ja Mühe hier mit dem Mobile Game. Der Windows App. Vor allen Dingen, es funktioniert ja alles. Man muss halt nur echt einen starken PC haben, auf jeden Fall. Hab ich nicht mal. Ich hab so einen Midrange alles. Bin ja nicht mehr der. Ich leg da nicht mehr so viel Wert drauf. Weil es läuft ja alles so oder so. Ja, läuft ja. Da ich sowieso jedes Jahr ein bisschen upgrade. So, warte mal, wo war das nochmal? Das ist egal. Wo war das Warehouse da, oder wie ist das? Ich hab's noch markiert, das war bei dem Tower. Ich seh deine Markierung nicht. Warehouse. Warehouse, okay. Genau, wo Warehouse ich hab steht. Jetzt also erst gesehen, ich hab jetzt erst gesehen, dass da kleine Sachen drauf, dass da kleine Landmarks eingezeichnet sind. Ja, aber die wir gefunden haben, die waren vorher nicht da. Ach ja, ah, stimmt, okay. Mhm. Das wäre ja sonst ein bisschen easy, oder? Also irgendwo. Nee. Legit, das wäre mir vorher nicht aufgefallen, glaube ich. Du hast recht. Das war erst nachdem wir da dieses links unten, dieses erkannte Ding-Dong hatten. Hier, guckt euch mal die einzelnen Blätter an. Du kannst jedes einzelne Blatt sehen. Ich gucke mal, jedes einzelne Blatt hat an der gleichen Stelle so einen Riss, oder? Außer das da. Ja, ja. Aber fast alle sind gleich. Vielleicht sind das Rissblätter. Nur jemand, der hat. Das oder das sind aber einfach okay. Befall von irgendwelchen Insekten. Ah, ich mag das nicht, hier durch dieses scheiß Feld zu gehen. Ich mag das nicht, dass man von hier auf diesen Außenpfosten zuläuft, aber man ihn eigentlich gar nicht sehen kann. Ach doch, da hinten. Ich geh erstmal zu der Holzhütte. Boah, ich dachte gerade, wir läuften da, aber du bist zum ersten Mal vor mir. Einer schießt einfach rennen. Endlich spielst du auch wie ein richtiger Gangster. Jeder weiß, dass man Military-Spiele als Gangster spielt und nicht als Military. Hast du das jetzt auch links oben, dass dein Typ so ein komisches Kopfschmerzen-Symbol hat? Oder ich glaube, der schwitzt, ne? Nee. Oder er stinkt. Ich renne immer nur wenig, ich hab das. Ehrlich zugeben. Entweder schwitzt er oder stinkt er. Alter, was ist das für eine komische Hütte? Damit da keine Insekten reingehen, oder? Diese erhöhte Hütte. Hör mal auf dich hier im Dreck zu. Wegen dem Wasser. Ey, du bist ja immer noch da, Sophie. Du kannst einfach immer weiter gucken, Sophie. Dann kriegst du keine Albträume, weil du bist da noch wach. Okay, hier rüber noch ein Feld. Aber die beste da Sache. Da ist wieder die Hütte. Da ist der Grenzposten. Wer niemals schläft, der kriegt auch niemals Albträume. Komm, wir gehen zur Hütte und gucken, ob der Posten noch besetzt ist. Jo, aber dann gute Nacht. Ich höre noch deine eine Nachricht, Sophie. Ja, gute Nacht. War wahrscheinlich, weil sie über... Nee, nicht Essens... Na, Essens... Wahrheiten. Meinst du, die sind wieder neu gespawnt an dem Checkpoint? Ja, ich sehe schon. Mal ein bisschen weiter weg. Ich schleiche hier an dem Scheiße. Walala, fuck mal! Ich renn erstmal weg, Alter. Ich werde angeschossen, rechts ist noch ein Typ. Ich schieß drauf. Ich wurde hart angeschossen. Der rennt. Ich sterb gleich wahrscheinlich. Mach Heilungsding hinterm Haus. Ich weiß nicht, was ich benutzen muss. Nein, Bart, doch kein Blutkit. Oh, von rechts schießen auch Leute. Mehrere Leute in den Büschen. Ey, der feuert da durch die Büsche wie ein Irrer. Ja, ich hab's gesehen. Ich bandage mich. Ich hoffe, dass es alles irgendwas bringt. Hab ihm Headshot gegeben? Natürlich nicht. Taktisch. Bin ja ich weiß nicht, was passiert. Mein Health geht die ganze Zeit runter. Verschiedene Dinge einfach. Mach ich einfach, mach ich. Ich sterbe! Erstmal Blutung stillen. Dim Ding. L-Block. Mach ich. Oder nimm am besten Blut. Ich nehme einfach Kopfschmerztabletten und dann ist gut. Alles nehmen. Mein Blut geht gerade wieder hoch. Oh mein Gott, ich bin disorientated, coughing, cramps, exhausted, out of breath und hurt. Also so wie immer. So wie du, ey.
So wie du. Was ist denn desorientiert? Oh, es geht mir, glaube ich, ein bisschen besser. Ich nehme einfach hier eine Ibalin, Alter. Hier, gönn dir. Ibu, hier, easy. Zwei nimmt er gleich. Krämpfe, exhausted, out of breath und disorientated, da kann man ja nichts gegen machen. Naja, das nennt sich Berliner. Ich habe hier eine mittelmäßige. Was hat er denn für eine AK? Soll ich einen Splint benutzen? Ich benutze einfach mal einen Splint. Eine AK ohne Handgriff. Er hat einfach nur einen Stock. Hä, wie kann er denn damit spielen? Dann ist sie doch gar nicht benutzbar eigentlich. Nee, eigentlich nicht, aber ich baue jetzt von der anderen AK. Was ist denn ein. Brauche ich das vielleicht? Out of breath, exhausted cramps. Ich glaube, das sind alles gute Sachen. Ja! Ah, ich musste nur einen Splint benutzen. Alter, wieso ist mein Charakter immer noch komplett rot? Hier waren aber vier. Ich habe da noch einen erschossen hier im Feld. Ich benutze nochmal ein Blood Transfusion Kit. Also. Der hat die Uzi wieder. Der hat die Uzi. Der ist mein bester Freund. Alter, der pumpt sich hier Blut rein. Auf der Straße? Ja, meinem geht's wieder gut. Meinem geht's wieder richtig gut. Ich bin wieder so wie im normalen Leben. Hast du hier alles gekillt? Out of control, ja, natürlich. Ich sehe richtig, richtig vergammelt. Dann können die Leute doch hier nicht abnerven lassen. Ja, dann nimm doch mal Painkiller. Hab ich schon. Weiß nicht, irgendwie bringen die nichts. Warte, ich guck mal ins Inventar. Ich habe auch noch ganz andere Sachen für ihn aufgehoben. Ich habe ganz viel Shit, aber ich habe mir schon alles einmal wenigstens reingeballert. Hast du dir deiner Hechel zu stark? Ja, weil er out of breath ist irgendwie und desorientiert. Hier, designed to control blood flow in emergency situations. Hast du dir das CT-Ding schon reingeballert? Ja, ne? Was ist ein CT? Oder? Combat Turn. Ja, CT habe ich mir auch gerade. Nee, das habe ich mir noch nicht reingejagt, oder? Hast du den Splint reingeballert? Ja, Splint war wichtig. Splint hat bei mir diese Arme und Dings. Der hat übrigens auch zwei Sachen. Mein Charakter wird langsam besser. Das ist nur noch gelb und das ist nur noch rot. Ich glaube, ich lebe wieder. Ja, wenn die Health hochgeht, das dauert aber eine Weile. Ja, dauert auch. Ich hab schon zwei Bluttransfusionen reingejodelt, Alter. Hätte ich die nicht gehabt, wäre ich übrigens, könnte ich wahrscheinlich wieder umgehen. Dann spare ich jetzt, Dings hier. Ich klau diesmal, ich nehme mir ein paar Hüte mit, ey. Okay, ich will in die Hütte gehen und das hier scannen, ja, komm, und dann weg hier. Dennoch was? Ja, du, dein Spielstil musst du nochmal überdenken. Oh, da hinten stehen wieder vier Leute. Du bist in die Leute reingegangen, diesmal nicht ich. Ja, und dann habe ich einen taktischen Rückzug vollzogen. Ich war hinter dir und leider war rechts von uns einer. Hätte ich den nicht abgeschossen, hättest du den vielleicht gar nicht gesehen. Hey, ich war innerhalb von einer Sekunde wieder hinter der Hütte. Hey, du standest doch an dem Haufen neben mir, oder nicht? Ja, ganz kurz. Und dann bin ich direkt umgedreht in die Hütte rein. Ich habe meinen Tracker drin. Ich auch. Wohin muss der andere? Ja, keine Ahnung. Wir hatten nur den. Erstmal. Ich habe zwei Tracker mit. Ja, dann komm. Dann musst du auf die andere Seite wahrscheinlich. Warte. Ist es hier überhaupt auch? Ja, Feind. Nee, 200, 162. 200, 162, 200. Ah, das andere große Haus da, das große Haus. Okay, das ist ja wieder ganz woanders. Ja, warum ist unterm Water Tower, ne? Ja, genau, da müssen wir dann hier nochmal, dann will ich hier nochmal lang gehen. Bisschen unten und da auf der anderen Straßenseite eine Mauer entlang. Alter, was ist denn mit meinem Typen? Der heilt zu langsam, vielleicht gibt es da noch irgendeinen coolen. Ich baller mir nochmal eine Iberlinie rein. Oh, jetzt ist alles langsam weg. Ich habe Nektar getrunken. Ich habe jetzt nur noch ein bisschen. Ich bin da, wo wir vorhin waren, an der Ecke bei der Steinmauer, ja. Bist du. Okay. Über die Straße gelaufen bin ich. Geradezu, wo du gerade hinguckst. Südwest 140. Ich sehe halt richtig scheiße noch, ne? Ich sehe so verschwommen. Ich bin da und hock da, also lauf durch die Büsche. Ich dachte, du bist über den Zorn. Direkt. Wo bist du?
Ah, du bist innen, ich bin außen. Oh, da sind drei Gegner. Ja, ich bin außen. Lull. Angriff. Eine Granate rübergeworfen. Alter, du bist hinter mir. Ja, Mann. Ja, geil. Pass auf, da können jetzt ganz viele rumkommen. Da waren drei Leute oder so. Ja, dann rennen. Ich hab aber eine Granate rücken. Auf die geworfen. Wenn ich noch einen Hit krieg, bin ich wahrscheinlich Matsch. Ja, dann komm, dann rennen wir jetzt hier kurz rüber. Hä? Hier sind die alle in dem Innenhof oder willst du einfach umrunden? Hä, hey, umrunden, ja. Wir okay. können doch mit so nicht kämpfen. Wir müssen doch eh woanders hin. Hä? Wir hätten ja einfach abschießen können. Aber ist hier jetzt noch einer oder nicht? Links höre ich einen vom Zaun, ja. Ja, okay, das ist ja der Stachelzaun, da kommt er nicht rüber. Warte mal, hier sind doch aber wieder die Medical-Dinger. Wir sind aber gleich da, wir sind gleich da. Mein Charakter hat irgendwie nur noch Dizzy. Die Medical-Typen sind auch respawned, die brauchen wir aber nicht. Mein Blut regeneriert sich ganz langsam. Ich müsste jetzt auch mal ein bisschen rote Beete und Blaubeeren essen. Du hast doch so ein Bluttransfusionsding nochmal. Hab schon noch zwei. Sind doch alle injiziert. Wir gehen jetzt bis zur Ecke. Hier darf uns keiner sehen bei der offenen Tür. Ja, sehr gut, sehr gut. Und von hier aus sind es nur noch wenige Meter. Nach links. Da ist doch schon das große Lagerhaus. Da stehen ganz viele Leute. 125. Vielleicht müssen wir die nicht abknallen. Oh, oh. Alter, die Leute, die da alle stehen? Ich sehe nur zwei, siehst du mehr? Ich weiß nicht, ich sehe verschwommen, aber ich sehe auch zwei, ja. Okay. Sicher, dass wir die nicht wegjodeln? Können wir machen. Okay. Soll ich machen oder? Feuer frei. Beide weg. Jetzt gucken, ob hier irgendeiner rennt. Meinem Charakter tut es weh, zu lange die Waffe hochzuhalten, weil ihm dann die Arme wehtun. Ich darf die Waffe nicht so lange hochhalten. Lumberyard. Ist noch einer, ist noch einer. Vor mir! Ich muss nachladen. Sehr gut. Der Typ war ein bisschen behindert, Alter. Deswegen nehme ich die AK, ey. Dafür gibt es unendlich Munition hier. Ja, da kannst du die ganze Zeit reinjodeln. So, vorsichtig hier nochmal. Hallo? Was meinst du, wo müssen wir denn markieren? Meinst du, das ist auch wieder so ein Kasten? Ja, das muss irgendwie wieder so ein kleines Ding sein. Ei. Glaube ich. Ja, wird es auch sein. Zumindest. Wird hier irgendwo sein. Warte mal, was steht denn in der Tasten? Hier sind ein paar kleine Häuser. Find and mark the cache in a shed. At the town's lumberyard. Ich bin hier irgendwo drin, aber frag mich nicht, was hier es ist. Hier ist ein Shed. Ich bin bei einer Shed, also einer. Ich bin auch bei so einem kleinen Kackhütte hier. Und was hast du mal dafür? Eine Kiste, okay. Alter, ich hab ne Baseballbett. Ich hab hier. Die hier ist eine Kiste, dir? Aber die ist zu. Da braucht man wahrscheinlich einen Schlüssel. Ah, das ist so ein Loot-Ding, wa? Lootbox. Bin hier unten drin. Es soll ja in der kleinen Hütte sein, also ihr müsst irgendwo eine kleine Hütte. Oh, ist das hier der Headshot Place, ey. Number one. Naja, da die einzige Hütte ist die da. Vielleicht ist es hinten dran. Nach hinten rechts, ja, ich geh da hin. Bist du da schon? Ich bin dahinter. Ich trinke hier noch einen Nektar von irgendeinem Typen. Der hat auch eine kleine Mini-Uzi bei, wenn du eine noch brauchst. Ist das ein Pistolenslot oder ein... Nee. Ne, dann brauch ich nicht. Ich hab eine AK. Hier drin ist leider nichts in dem Container. Hier ist kein Cache zum Markieren, würde ich mal behaupten. Geh wieder auch raus, geh dahinter, nicht erschrecken.
Hier ist so ein Typ, der lootet alle. Ich glaube, ich sollte den abschießen. Die haben beide eine Uzi. Aber ist dir schon aufgefallen, dass die hier keine Gegner mehr, keine Mates auch mehr sind? Die mir jetzt hier rechts hinten an dem Häuschen noch gucken. Ja, es ist halt, aber stand da denn Lumbermill überhaupt? Lumberyard stand da. Aber da ist auch der Cache. Hier steht ganz genau The Cache in a Shed at the Town's Lumberyard. Hier, ich hab's. Lumberyard. Hab's, fertig. Hier vorne fast rechts rausgehen und da um die Ecke, da ist noch ein Ding, da hab's gerade abgegeben. Die grüne Hütte, ja. Ja, hörst mich ja. Läufst neben mir. Hallo, Opa. Da ist die Kiste. Okay, komm. Alter, sind wir gut. Mission nächste Quest. Was können wir noch machen? Find Kanonua Sinarat. Okay, die ist wahrscheinlich irgendwo in der Base unterwegs, oder? Lost and found. Hey, gute Frage, ja. Steht doch da, warte mal. Und dann find Helikopter south of gas station. Guck mal, die Gas Station ist da und da unten sieht man bei 258 sieht man ja wohl den. Die ist bei der Evakuierung verschollen. Aber wo war hier eine Evakuierung? Markus, aber guck mal, unter uns ist doch Gas Station und south davon soll der Helikopter crash sein. Das ist doch viel einfacher. Ja, stimmt. Dann sieht man ja, der dürfte ja noch brennen, oder? Ne, ist es da ja. Unten nicht die eine Stelle, die sogar auf der Map so angerotzt aussieht da? Ja, aber dann gehen wir schön durchs Lumberdumber wieder zurück. Weil nach Süden gehen wir durch. Ich komme auch zurück. Ich bin wieder geheilt. Sehr gut. Aber wenn ich jetzt nochmal angeschossen werde, kann sich nur einer von uns verarzten, so richtig. Also mein Blatt kommt so langsam wieder. Ich habe aber auch nicht mehr allzu viel Munition. Ah doch, ich habe noch ganz viel Munition, um ehrlich zu sein. Drei volle Magazine. Ich habe mich einmal geschossen. Okay, bist du denn hingelaufen? Ich bin noch. Du bist gerade mir vorbei. Ich komme jetzt auch zum Südwest vom Lumbermill hier. Stehe auf dem Berg rum. Ich springe jetzt hier rüber. Mach ich auch. Da ist doch schon die Tankstelle, oder? Nee. Nee, die Tankstelle ist links die Straße runter. Das ist links von uns, ja. Da sind wieder die Freaks an der Tankstelle, die wir gerade eben hatten. Ja. Den Kampf von gerade eben. Der war von hinten eigentlich leicht geführt. Ich gehe wieder nach rechts. Ah, hier sind ja auch wieder die Freaks, oder? Ne, guck mal, die sind diesmal nicht da, glaube ich. Oder ist da ein Typ an der Chat genau da vor uns bei 194? Er sieht immer so, das ist komisch. Nee, es ist irgendein Holzding-Dong. Ja, komm, wir gehen aber über den Ort. Hier sind wieder die Mega-Frösche. Ja. Wenn, ist aber wie Tarkov, da ne? Steht einer, hinter dem Baum. 150. Sehen, ja. Kommt wahrscheinlich gleich rechts raus. Ich sehe einen hier rechts. Schießt du auf den linken gleich? Schießt du auf den linken. Rechten. 1, 2, 3. Ich sehe ihn nicht, aber er kommt gleich. Geh zurück, da kommt noch zwei. Recht ist tot. Da kommt einer in derselben Position. Ja, ich seh ihn. Oh mein Gott, der schießt einfach durchs Gebüsch. Ey, jetzt bin ich wieder angeschossen, der Pisser. Steh auf, Junge. Links kommen drei, zwei. Ich hab insgesamt drei links. Einen rechts habe ich, glaube ich. Ich muss mich nochmal verarzten, ich blut schon wieder. Ich muss reloading, Alter. Ich habe gerade drei Leute weggeknüllert. Links vier. Ich bin schon wieder verarzt. Ding-dong, Alter. Gibt's da ja, nicht. Ja, deswegen habe ich gesagt, Schritt zurück. Aber war nur ein Streifschuss im Arm. Macht kein Ding. Der hat halt aus dem Gebüsch rausgeschossen. Das war ein bisschen lächerlich. Ja, links auch. Das Gebüsch ist so zur Seite geflogen, als er durchgefeuert hat. Okay, mir geht's aber gut. Mir ist überhaupt nichts passiert ansonsten. Was ist das für eine steile Mist? Ich würde sagen, wir gehen jetzt über rechts langsam ran und dann schießen wir noch alle über den Haufen, die da noch rumlaufen. Bist du bereit? Wo waren die denn hier? Kann man die looten? Bist du schon auf den Leichnam drauf, oder wie? Auf einem. Hier ist der zweite. Der hat eine SKS, auf jeden Fall. Ich komme nicht diese komischen Kack.
Hügel hoch, ja. Hier oben hat eine SKS. Ich gehe jetzt zu den anderen. Links von der Hütte, ja. Okay, mach das. Da waren locker 3 oder 4 Leute. Gut ist, dass die alle halt immer kommen, ne? Dann braucht man nicht hinterherlaufen. Der Belt, der ist 2 Slots groß und dann passt nur eine Sache rein. Bist du in der Kackhütte? Ich bin links neben der Hütte, da liegt einer. Oh! Bin getroffen. Ich hab ihn, aber ich bin verletzt. Komm zu mir in die Hütte rein. Der am Eingang der Hütte. Da schießt irgendwie immer noch auf uns. Komm in die Hütte, komm in die Hütte. Ich kann nicht, ich bin gerade am Verarzten. Der ist auf dem Feld. Sehe ich leider nicht. Ich bin super versteckt. Ich mach gerade eine Bandage, damit das Blutung aufhört. Ey, wenn man ins Haus geht, dann wird das auch so alles heller. Das ist ganz eklig. Also die Bandage ist am wichtigsten. Ich habe hier so eine zivile Bandage und eine militärische noch. Ich gehe erstmal einen Snickers oder was das hier ist. Okay, ich springe jetzt über den Zaun. Hier müssten noch mehr liegen. Hier liegt noch einer. Die haben halt wirklich nur die 0815 Kacksachen. Brauchst du eigentlich gar nicht looten. Ist eh immer dasselbe. Man, wenn du die Magazin und alles mitnimmst, auch kleinen Viehmist. Wo ist denn jetzt der letzte? Ich hatte einen auf dem Feld noch erschossen. Und der andere bin neben dir. Ich gucke, hier waren auch noch die, die ich gerade abgeknallt habe. Hier liegt noch der dritte. Der hat noch so ein RT, das nehme ich mit, das war gerade ganz hilfreich. Wir müssen mal gucken beim Laden, was mehr wert ist. Die. So, wir gehen jetzt hier. Ey, da sind andere Spieler, oder? Nee. Da unten steht noch einer bei der Tankstelle. Wir könnten aber auch die umrunden. Ja, aber eigentlich. Der war das nicht. Ich will jetzt die eine Mission noch machen. Wir können außen einfach dran vorbeigehen. Ich hab keinen Druck, also. Ich hab morgen frei. Na du, ich nicht. Ah du, aber fängst um 11 an, ey. Um 10 oder 9. Naja, wenn du um 10 geh morgen anfängst, wieder ins Büro. 7 Stunden Schlaf. Der Bürosüchti. Wie können die einfach umlaufen, die Tankstelle? Ich würde gar nicht da reingehen. Ach so, ja, dann. Man sieht da schon den. Na nee, ich dachte gerade, da ist ein Rauch. Da rennen auch Leute auf der Straße Richtung Tankstelle. Also ich denke mal, die haben die Schüsse gehört. Dann lass uns mal lieber weiterrennen. Da vorne zu der Hütte, oder 150 oder so. Naja, wir suchen einen Helikopter-Crash, ne? Naja, den wird man sehen, oder? Meinst du, da raucht es? Ich sehe den Helikopter-Crash. 215. Sieht aus wie ein. Pass auf, rechts ist noch so eine Badewanne. Ja, aber Badehaus. Da sind, denke ich, hier keine. Meinst du, hier ist auch diese eine Tante, die hier extracted ist? Nee, die wurde irgendwie gesehen in der Nähe der Zone eigentlich. Oh, okay. Und nun, Objective is completed. Mehr müssen wir nicht machen, oder was? Nee. Doch, find out what happened to the rest of the crew. Inspect the nearby structures. Naja, entweder das Hütchen oder das hier nebenan, oder? Ich glaube, die meinen es da drüben. Ja, kann sein. Komm mit. Da liegt bestimmt irgendeine Leiche zugedeckt oder hängt irgendwo einer. Ja, denke ich mal auch. Irgendwie sowas. Ist doch immer dasselbe, ja. Ich denke auch nicht, dass hier noch ein Lebendiger in dem Hütchen steht und damit der redet. Sagt. Entweder so, ist hier noch Map. Was. Obwohl, nearby structure ist hier, das ist ja schon sehr weit weg, ne? Naja, sehr weit weg würde ich jetzt nicht sagen. Okay, dann gucken wir erst bei dem komischen Kackding da. Okay. Ich habe schon wieder verloren, also da ist er. Bei NW Nordwest. Na gut, das wird es vielleicht nicht sein.
Nee, Mann. Also doch zu der Hütte da vorne. Okay, ab zur Hütte. Ja, so weit weg ist die nicht, man sieht die ja schon. Ja, aber ist sehr groß wieder. Das ist der Froschbaum. Viele böse Leute. Aber Structure muss ja ein Gebäude sein. Oder was auf dem Boden, nur eine Kiste oder sowas, wäre ja kein Structure. Außerdem ist ja auch nichts. Nee, Structure ist ja auf Gebäude. Oh, da läuft schon der. Da ist gerade einer langgelaufen, naja. Dann schleichen wir mal. Keinen Bock, durch irgendwelche Bugs durch die Büsche erschaffen zu werden. Ich warte, bis der wieder geht. Lass uns von der Stirnseite aus angreifen hier. Dann guckt einer rechts rum und einer links rum. Wo ist denn der Typ gerade links, ne? Der ist links. Linker ist tot. Okay, dann geh ich jetzt ran. Einer kam rausgerannt, ist tot. Bist du links rum? Ich geh links hinten rum, ich bin links hinten schon ums Haus rum. Hier steht einer. Tot. Ist tot. Ich ziel ins Haus rein. Stehe. Die Rückseite. Hinten ist keiner mehr. Ich gehe hinten ums Haus rein. Okay, geh rein. Hier liegt einer aus von der Crew. Komm mal auch rein. Hier liegt der andere von der Crew. Eieiei. Und deswegen fliegen die den Bogen, mein Lieber. Nicht gut. Nennt man das jetzt Atmospheric Storytelling? Oh, ich glaube, zwei Quests wieder fertig. Da können wir auch wieder langsam Buschmann machen. Ich trinke hier noch von denen und esse von den Leuten. Leichenschmaus mache ich noch. Die werden es nicht mehr brauchen. Du bist schon wieder voll. Was nimmst du denn alles mit? Guck mal, der hat auch eine geile kleine Hutze hier. Der hat auch noch so ein Paket, was ich mich hier, womit ich mich verbunden habe. So ein Gauzi. Gause. Gritzi? Grüß Gott-Paket. Schade, dass man die nicht in die Pistolen-Slot reinnehmen kann, die Sache. Ich esse hier noch sein Tofu. Ich nehme alles mit. Tofu weil, aus der Dose? Weil ein leeres Kartonchen ist. Ich bin jetzt komplett auch voll. Ich habe zwei Uzis dabei und alles. Nimm die teuren Sachen mit. Der hat noch Water. Ja. Hab ich auch schon einen Schluck getrunken. Ich trink mein Water und nimm den seins. Water. Australian Water. Okay, komm, dann können wir zu Alpha 3 und Abflug machen. Direkt hier nebenan. Ach lol, ist das neu? Ach, weil wir jetzt hier in der Nähe waren, wa? Sieht so aus. Also man könnte, wenn man wollte, einfach die Karte einmal nackt quer entlang rennen. Anscheinend, ja. Anscheinend kriegt man echt, wenn man irgendwo hingeht, neue Dinger. Deswegen hatte der eine auch eins da am Arsch der Gezeiten gehabt, wa? Oder ist es, weil wir hochgelevelt sind? Nee, ich glaube, das ist, weil wir Level 3 geworden sind oder sowas. Ach, ja, keine Ahnung. Wir können theoretisch auch mal mit einem Messer die Map runterrennen. Zum Kannibal oder wie? Komplett, nee, einfach so komplett die Karte in die Todeszone in der Mitte reinlaufen. Ein Messern und dem seine. Vor allem, wenn wir jetzt hier gemerkt haben, dass hier so ein geiler Extract ist, rufen wir erstmal nochmal einen neuen, wa? Ja, der ist abgestürzt, aber sicher. Wir haben es ja jetzt gesichert. Darf man ja nicht vergessen. Hast du angerufen? Ist schon. Im Weg. Der landet hier. Ich warte genau hier. Du weißt, wie man die ruft, ne? Du musst nicht auf die Landing-Zone drücken, sondern zu unserer Base. Und dann kommt es eh zum nächsten Landing-Spot. Kann man doch machen, wie man will. Nee, dann, wenn du hier rauf drückst, sagt er, nee, da bist du schon. So. Du musst immer dahin klicken, wo du hin willst, quasi. Okay, das war schon mal ein gutes,
gute Erfahrung, weil ich hier noch gucken musste, dass ich hier nicht abgefressen werde. Abgesnackt. Ja, man, hier im Dreck liegen, erstmal ein Schokoriegel. Reisriegel. Lecker. Lol, ich habe jetzt mal anstatt des Razer-Headsets diese gelben Earmuffs von denen genommen. Da klingt alles so total dumpf, ey. Ja, das sind einfach nur Rauschunterdrücke. Ach, ja. Stimmt. Ey, das ist voll gut, wenn ich im Helikopter setze. Ey, dann setze ich die Earmuffs auf und dann ist es leise. Voll gut. Ja, dafür würde ich nicht 4 Slots mehr brauchen. Ja. Oh Mann. Jetzt ist alles schön leise, ey. Voll gut. Helikopter. Ja, dann machen wir jetzt Mega Schluss, würde ich sagen, wa? Warum? Bis 0 kann ich. Na, du willst doch ins Bett, oder nicht? Ich habe nur gesagt, ich kann mir nicht unendlich viel Zeit lassen. Ich bleib trotzdem bis 0 wach. Ich kann dich nicht hören gerade. Ich hab keine Earmuffs. Du hast ja auch keine Earmuffs. Ja, ich muss jetzt sowieso erstmal gleich Sandra abholen, die hat um 11 Uhr Feierabend. Musst du dir mal eine Taxikarte kaufen? Ja, eine Taxi-Freikarte. Oder Uber Pro. Ich habe nur gesagt, ich müsste theoretisch noch nicht Schluss machen. Junge. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, ich müsste theoretisch nicht Schluss machen, habe ich nur gesagt. Nee, ich auch nicht dann. Ich muss ihn nur gleich abholen, dann kann ich weitermachen. Ja, aber dann ist es ja wieder ein... Ja, aber später. Wir haben ein neues T-Shirt freigeschaltet. Ja. Insane. Ich muss jetzt erstmal Zweck verkaufen hier, kann das sein? Ja, ich tick jetzt alles hier. Die Earmuffs behalte ich, ey, da kannst du sicher sein. Also wenn du das Headset absetzt, ist es auch schon mal ein bisschen leiser. Alter, immer wenn jemand rechts unten was anfängt zu spielen, ist bei mir das ganze Inventar geblockt. Habe ich ausgeschaltet, so eine Information. Ja, sollte ich vielleicht auch mal machen. So, Ofen. Ich finde das Spiel richtig gut. Mir macht es deutlich mehr Spaß als... Obwohl du so lange darüber abgelästert hast? Kann das sein? Na, weil ich war sehr skeptisch. Vor allen Dingen habe ich es bei dem einen Lyric am Anfang gesehen und der hat halt nur Scheiße gemacht. Der ist halt einfach nur in dieses fetteste Areal reingerannt, hat da alles weggeschossen und es war wirklich, der Alpha-Bild war ja absolut räudig. Da haben die ja wirklich alle immer nur so gerufen und das war so dumm. Und der stand da echt in dem super High-Loot-Gebäude und da war nichts mehr. Also da war nichts Sinnvolles irgendwie, was er irgendwie hätte noch looten können. Das war total, ich dachte, hä, das ist jetzt das Spiel? Aber mit den Quests, wenn man die Quests macht, finde ich es eigentlich okay. Ja, noch ist es okay. Aber frage ich, ob das dann irgendwann langweilig wird oder nicht, das wird man dann sehen. Aber. Ja. Aber ich finde es halt generell, das Schießen fühlt sich okay. Also das Schießen fühlt sich gut an. Das sind jetzt nicht die meisten Waffen, das ist schon recht. Also das ist halt noch nicht so krass. Noch nicht. Aber ich meine, die werden bestimmt. Ich meine, es gibt SKS, AK, es ist alles noch nicht viel mehr als DayZ am Anfang hatte. Das ist eine. M4 anstatt einer M16, nee, oder was? Nee, M4 hatte Daisy auch mal, ne, am Anfang, ja. So, jetzt habe ich noch zweimal die VZ-Kanone. Das hier und das und das. Ah, man könnte vielleicht später noch einen größeren Rucksack bekommen, das wäre cool, oder sowas. Na, hat der eine nicht schon größere? Nee, ne, wir haben den größten. Den Scorpion-Rucksack. Aber du lernst ja bei denen, du steigst doch auch bei denen im Level und dann haben die irgendwann neue Sachen. Das ist doch bei Dings auch genauso. Ja, ich wollte gerade auch sagen, das sieht genauso aus, ja.
Mal gucken, ich gebe jetzt hier die Tasks ab. Guck mal, es gibt links unten noch eine Camera Wiretap. Da musst du bestimmt auch irgendwann mal so eine Sicherheitskameras hacken, ey. Aber guck mal, ist schon teuer. Wenn wir hier ein paar Mal sterben, müssen wir echt ganz schön viel Geld ausgeben. Ich denke mal, so 2.000, 3.000 kostet schon wieder ein gutes Loadout. Wenn du die wieder einen ordentlichen Helm holst, ein Razer-Headset. Gute Sachen auch. Guck mal, jetzt kriegt man zum ersten Mal bei Handshake eine gute Weste für seine Mission. Und zwar eine CZL4M. Was haben wir jetzt für eine? Wir haben eine Mach 2. Was hast du besser? Eine Mach 2? Ich glaube, ich laufe die ganze Zeit nur mit einem Commander rum. Ich habe eine Mach 2 an. Achso, werden die eigentlich irgendwann kaputt geschossen? Denke mal, oder? Ja, Durability ist immer noch bei 100 bei mir. Ich hab mir juckt's in den Fingern, die Pumpgun zu kaufen. $300 ist ein Witz. Ich. Hey, kannst du ja machen, ja. Da gibt's so viele Sachen für. Ich verkaufe jetzt erstmal die AK. Ich würde mir einfach nur eine Cappy aufsetzen, eine Aviator Glasses aufsetzen, dann reinrennen und mit der Pumpgun und dann. Eigentlich kann man auch nur mit der Pistole reinrennen und ja, voll looten. Aber guck mal, die SKS kostet nur halb so viel wie die AKM, also immer die AKM mit rausnehmen. Mach ich doch die ganze Zeit. Ich bin schon bei 16, 17.000. Ich bin bei 10. gekauft. Achso. Aber ich habe eine schallgedämpfte Pistole gefunden, die habe ich bisher noch nicht wiedergefunden. Nee, die habe ich auch noch nicht gesehen, so wirklich. Lohnt sich das, die Aviator nicht einfach auch zu verkaufen? Die sind doch nur kosmetisch, oder? Die machen noch gar nichts. Aber jetzt haben wir den Task gemacht von Gunny. Nee, wir haben erst einen gemacht, okay. Leave No Man Behind würde ich gerne machen, dann um zu gucken, wie Gunny dann levelt. Achso, oben steht RP. Aber von Handshake, den habe ich jetzt auch abgegeben. Ja, okay. Ich auch. Hä, von Gunny habe ich den auch gemacht. Aber den E-Mails kann ich jetzt noch collecten gehen, ne? Ja. Genau, da geben sie dir dann die Sachen. Alter, so viele Sachen. Da ist ja super schnell das Inventar voll. Meins ist voll jetzt. Fast. Ist doch scheiße. Wie soll denn das gehen? So viele Magazine braucht man nicht. Eigentlich könnte man auch Magazine verkaufen. Ne? Na, vor allen Dingen kann man doch auch die Glocks und die Pistolen-Dinger verkaufen. Ja, die Magazine kann man auch verkaufen. Mit der Glock habe ich gerade einen erschossen. Ich glaube... Aber wenn du stirbst und kommst nicht ran, dann solltest du noch eine Glock dabei haben. Ja gut, theoretisch kannst du mit Glocks rein. Aber die ganzen Magazine, oder? Du nimmst die Magazine raus... Weil dann hast du, guck mal, dann hast du, du hast dann nur noch ein Slot und kannst doppelt so viele, weil die sind ja 60. So hast du ja 15 pro Slot und dann hast du 16 plus pro Slot. Also es ist viermal so gut, dreimal so gut, dreimal so gut. Naja. Ja, das Ganze ist halt, du kannst am Anfang das einmal nehmen, weil du schon hast, das ist günstiger. Und wenn du es immer verbraucht hast, dann ist es erst, dann kaufst du es dir natürlich nur nach, wenn du es brauchst. Das ist ja immer das Problem bei diesen Games. Ja. Verstehe, was du damit sagen möchtest. Wir haben jetzt am Anfang einmal alles, aber eigentlich kann man auch alles am Anfang verkaufen. Ja, ob ich alles verkaufen würde, weiß ich nicht. Ich meine, du kannst es halt auch in dem Menü lassen, ne? Weil ich glaube, das geht nicht weg. Hey, müssen wir wieder was markieren? Der eine hat mir nochmal einen Marker gegeben, glaube ich. Ach, wir haben jetzt tatsächlich ein grünes T-Shirt freigeschaltet. Okay. Habe ich doch gesagt. Kann ich auch echt auch auswählen. Oh Mann. Also ich habe jetzt alles im Inventar und ich habe noch eine Reihe unten, glaube ich, frei. Ich habe noch frei. Ah ja, ich habe noch ich eine. Ich habe noch genug frei, ja. Jetzt noch ein bisschen, viel frei. Bisschen frei habe ich, ja. Ich habe noch 3x4 Plätze frei. Habe jetzt auch viele Sachen verkauft, die man sowieso nicht braucht, denke ich mal. Klar, wenn man sneaky vorgeht, so wie ich immer spiele, wird man selten getroffen. Ich meine, wie teuer ist ja auch Wasser?
Wasser kostet 5 Dollar, Alter. Kannst du einfach verkaufen, den Scheiß. Kannst du ihn ja kaufen, wenn du es brauchst. Ja, und vor allen Dingen kannst du Wasser auch... Du findest überall 5 Dosen Cola, also. Ja. Trinkst von jeder Leiche einen Schluck und brauchst eigentlich nie Wasser. Gut, einen Splint kannst du zum Beispiel noch gar nicht am Anfang kaufen, so wie ich das hier sehe. Ich finde die Ersatzteile... Echt, guck mal, aber ein... Ach doch, hier ist ein anderer. Ach, das ist sogar ein 3-mal... Ach, das ist nur ein 3-mal Splint und wir haben halt einen 5-mal Splint. Na gut. Ach, guck mal. Das kostet alles nicht wirklich viel bei ihr. Die Mock 2 ist die beste Weste. Ich frage mich, was in der Supplies Box ist. A box full of various items, Alexa, intended stopp. To bring relief to the locals. Ach, das ist auch so, vielleicht für so ein... Ach, das ist für Leute so ein Questbox. Ja, gut. Geht aber schnell. Die arbeitet nicht weit weg. Nee. Safe. Beim letzten Mal war das auch so und dann warst du weg. Dann machen wir jetzt Schluss. Ja, musst du dann sehen. Ich mache morgen weiter. Ins Game rein, dann. Ich spiele ja, 60 Runden. Mach doch. Aber ich finde es witzig. Safety and Deployment, yes. Ja, ich finde es cool. Macht Spaß. Man kann ja scheinbar mehrere Leute sein, oder? Man kann nicht nur zu zweit sein, oder? Nee, kommt, glaube ich, zu viert. Wenn ich mir oben rechts da diese Gruppe angucke, vier, kann man zwei schon... von vier, zu viert. Genau. Christoph holt sich definitiv, hat er mir schon geschrieben, aber er hat halt noch keine Zeit. Okay. Brauch noch ja, einen Gamer. Wenn du jetzt Gamer. Komplett aufhören willst, dann brauche ich ja nicht mehr reinkommen. Nö, brauchst du nicht.